schon gesehen. Auch in der Oberliga würden wir zu dir gehen. Und wenn wir oft denken, dass wir Besseres verdienen, halten wir doch zusammen, bleiben wir stets Arminen. Seid
verliert. Ganz egal, was auch passiert. Ihr seid da und haltet den Muffis zu mir. Die Zeit ist reif, jetzt aufzudrehen. Die Zeit ist reif, unseren Weg zu gehen. Gib nicht auf, lasst uns gemeinsam in die Zukunft sehen. Armenia, Armenia, ihr seid die besten Fans der Welt. Auch unser Herr schlägt nur für dich. Armenia, Bielefeld. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Ein Weg bergauf. Bald werden wir ganz oben sein. Die Zeit ist reif, jetzt aufzudrehen. Die Zeit ist reif, unseren Weg zu gehen. Gib nicht auf, lasst uns gemeinsam in die Zukunft. Ein Schrei, ein Tor.
im Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Moin Moin aus dem Heimat und Hafen zur vierten Ausgabe des Arminia Sportclubs. Es ist endlich wieder Heimspiel. Arminia empfängt den ersten FC Nürnberg rund 400 Meter weiter in den Westen in der Schöko Arena. Ich darf unseren Gast begrüßen, Finn Holsing, ehemaliger Profi und jetzt Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Finn, schön, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne. Wir spielen ja immer noch ohne Zuschauer, leider, müssen zu Hause bleiben. Auch wir hier sind quasi ausgesperrt worden und sind deshalb in den Heimat- und Hafen gegangen. Finn, wie ist das so für dich, wenn man jetzt nicht ins Stadion darf am Spieltag? Was nimmt dich das für ein Gefühl mit, so in diesen Tag? Ja, ist natürlich, wie für uns alle, glaube ich, sehr, sehr traurig auf der einen Seite, dass wir nicht die Emotionen, die wir sonst miterleben durften im Stadion, jetzt so mitfühlen können und natürlich auch nicht die Mannschaft so unterstützen können, wie wir es alle gewohnt sind, weil jetzt gerade so in den letzten Wochen natürlich, ja, ich glaube, wir alle fiebern extrem mit und wollen alle unseren Teil dazu beitragen, und wenn wir es dann nicht im Stadion können, ist das schon ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir erstmal alle froh, dass überhaupt wieder Fußball gespielt werden kann und dass wir es überhaupt so miterleben dürfen, und ich glaube, ja, alle tun das Beste oder machen das Beste aus der Situation und fiebern dann halt zu Hause oder halt heute hier mit. So ist es, genau. Wir versuchen auch das Beste aus der Situation zu machen. Ihr seid wieder beim Arminia Sportclub live dabei, bis ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff. Wir versuchen euch ein bisschen Lust zu machen auf dieses Heimspiel, ein bisschen einzustimmen. Live sehen könnt ihr die Bilder natürlich wieder nur auf Sky. Wir laufen diesmal auf Sky Bundesliga 3. Da könnt ihr das Einzelspiel angucken. Finn und ich werden später auch das Spiel kommentieren. Das könnt ihr ruhig als Audio-Option dazulegen, neben dem Stadion-Sound. Ja, Finn, ein Vorteil, das haben wir ja eben schon festgestellt, ist wenigstens, wenn wir nicht im Stadion sind, wir sind hier schön im Trockenen. Genau. Du bist eben hier noch durch die Tür reingeschneit. Wie sieht es gerade draußen aus? Ja, also vor 20 Minuten, als wir reinkommen, dachte ich, jetzt Weltuntergang. Man würde auch sagen, richtiges Fußballwetter. Also die Stollenschuhe können ausgepackt werden, glaube ich. Wie ist das als ehemaliger Profi? Kannst du das ja mitfühlen, vielleicht für uns auch? Wenn es jetzt im Stadion schon so richtig gießt, auch wenn man schon so Platzbegehung macht, hat man dann mehr Lust, weil es auch einfach Spaß macht, ja, so Fußball richtig schön im Regen zu spielen? Oder hat man dann so ein ganz bisschen ungemütliches Gefühl, bevor man auf den Platz geht? Das muss natürlich für jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe immer gerne bei Regen gespielt und ja, habe es nicht so gemocht, wenn es ganz, ganz heiß war und ganz, ganz trocken. Wie gesagt, Regen war für mich immer eher eine Motivation. Und das waren eigentlich die Spiele, wo man, wenn man danach gewonnen hat, wo man ja froh in der Kabine saß und komplett durchnässt, schweißgetränkt dann da saß und dachte, geiler Tag gewesen. Ja, ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennt auch jeder Kreisliga-Kicker von zu Hause, wenn man dann nach so 90 Minuten wieder in der Kabine sitzt. Das ist schon was Feines. Bevor wir auf Nürnberg gucken, wollen wir nochmal, weil es so schön war, die letzte Woche Revue passieren lassen und haben für euch nochmal den goldenen Moment der Vorwoche, das Siegtor von Sven Schiplock in der Nachspielzeit.
Ja, wunderschöner und sehr, 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 sehr wichtiger Treffer letzte Woche in Kiel. Finn, du hast das Spiel auch gesehen. Glaubst du, das war jetzt vielleicht so der entscheidende Moment, den wir im Schlussspurt noch gebraucht haben? Ja, ich glaube, dass nach den beiden Unentschieden davor, wie in der Pressekonferenz ja auch angedeutet worden ist, nach dem nicht ganz so guten Spiel in Hamburg, es wichtig war, jetzt auch wieder einen Dreier zu holen, weil die Konkurrenz hat ja auch gepunktet am Wochenende und von daher war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, so ein Tor in der letzten Minute gibt natürlich nochmal nötigen Wind unter den Flügeln jetzt auch für die kommenden Aufgaben. Ja, du hast selber gesagt, du hast dir den Podcast mit Sven Schiplock noch angehört. Er hat auch schon gesagt, das könnte jetzt so der entscheidende letzte Moment gewesen sein. Er hat auch gesagt, das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Nicht im Sinne von, wir lehnen uns jetzt zurück, sondern wenn wir jetzt weiter unsere Leistung abrufen, dann nimmt uns das keiner mehr weg. Wie groß ist dein Optimismus? Ja, als Ostwestfale ist man ja nicht so der geborene Optimist eigentlich. Aber ich glaube schon, dass wir sehr zuversichtlich sein können, weil einfach die über die Dauer jetzt der letzten Monate, vielleicht auch der letzten Jahre sogar, ich glaube, da was gewachsen ist, was sehr stabil ist, ein stabiles Konstrukt, wo man, glaube ich, immer davon überzeugt sein kann, wenn man Arminia-Fan ist, dass an jedem Spieltag was drin ist und dass die Jungs einfach so gefestigt sind und so ja auch danach gieren, was erreichen zu wollen, so fokussiert sind, dass wir, glaube ich, guten Mutes sein können und die letzten Aufgaben wirklich voller Zuversicht angehen können. Brauchen wir uns, glaube ich, auch heute gegen den ersten FC Nürnberg nicht allzu große Sorgen machen. Wir sind ja immer noch der einzige Verein, der 2020 ungeschlagen ist in der zweiten Bundesliga. Nürnberg seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Was erwartest du da heute für ein Spiel? Ich glaube, leicht wird es nicht. Die Nürnberger haben jetzt seit längerer Zeit nicht mehr gewonnen, aber haben jetzt auch 3 Spiele nicht verloren. Das muss man auch halt sagen. Haben gegen starke Bochumer jetzt letzte Woche, glaube ich, einen Punkt geholt. Von daher gilt es, wie Schippo auch im Podcast gesagt hat, auch wieder sich zu fokussieren und wieder 100% Leistung abzurufen, weil im Vorbeigehen passiert das sicherlich auch nicht. Ja, und dann könnte es, wenn es denn alles gut geht, mal in die Bundesliga gehen. Und jemand, der Bundesliga bei Arminia kennt, das ist mein Gast, Finn Holsing. 3 Bundesligaspiele hat er insgesamt gemacht und weiß, wie das ist. Und du hast uns eben schon verraten, Nürnberg, Bundesliga, das ist für dich eine ganz besondere Brücke, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Ja, richtig. Also Nürnberg war in der Tat das erste Mal, dass ich im Profikader stand damals. Und einen Tag vor der Abreise kam plötzlich der Anruf vom damaligen Co-Trainer Frank Geideck und sagte, Finn, pack mal deine Sachen. Morgen sei bitte mal mittags irgendwie bei Treffpunkt an Trainingsgelände und du bist im Kader fürs Wochenende. Und ja, da hat mich natürlich riesig gefreut und waren natürlich erstmal riesen Eindrücke. Wir sind nach Nürnberg gefahren und haben das Spiel dann auch gewonnen. Und damals Ovo Mujeda und Warta haben, glaube ich, die Tore gemacht und war für mich natürlich ein super Highlight und tolles Erlebnis erstmal. Ja, 2004 in der Bundesliga war das, der Anfang von einer 5-Jahre-Serie in der Bundesliga, mit die erfolgreichste in unserer Historie. Aber lass uns wieder auf die aktuelle Saison gucken. Jetzt sind ja schon 28 Spiele gespielt. Ich glaube, da sind wir längst über den Punkt hinweg, wo wir über Zufall oder Glück oder irgendwas sprechen müssen. Was wundert dich denn nach diesen 28 Spielen am meisten? Dass wir so konstant spielen, dass wir Tabellenführer sind, dass die Mannschaft immer wieder cool auf den Platz geht. Gibt es irgendwas, was für dich, wenn man dich jetzt vor der Saison gefragt hätte, am überraschendsten ist, zu diesem Zeitpunkt auch? Ja, vielleicht das Ganze, was du gerade genannt hast, in Summe. Ja, aber ich wollte schon auf einen Punkt hinaus, deshalb habe ich jetzt gerade mal nur ein paar Vorschläge gemacht. Ehrlich gesagt, fand ich, dass nach der Vorbereitung, nach den ersten Spielen und auch so, wie die letzte Saison dann zum Schluss gelaufen ist, so richtig verwundert war ich nicht vielleicht, zumindest nicht über das Auftreten. Ich glaube, ich habe schon, jeder hat das Gefühl gehabt, dass mit der Mannschaft viel zu erreichen ist, dass dann die Ergebnisse dann auch so gekommen sind und dass man wirklich die Punkte auch geholt hat und wirklich auch kaum hat irgendwie Punkte liegen lassen, gerade gegen die an vermeintlich kleineren Gegner oder die Gegner, die ein bisschen weiter unten in der Tabelle stehen, wo ja die anderen Konkurrenten im Aufstiegskampf jetzt schon Punkte liegen haben lassen. Ich glaube, das zeugt einfach von einer gewissen Konstanz. Und ich glaube, diese Konstanz und diese Ruhe und diese Überzeugung, die das Trainerteam auch ausstrahlt, das ist vielleicht etwas, was nicht verwundert ist, aber was schon bemerkenswert ist, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, was mich immer wieder überrascht, wie einzelne Spieler über sich hinauswachsen in dieser Saison. Ich glaube auch, dass Sven Schiplock jetzt nach so langer Zeit wieder zurückgekehrt ist und wie er zurückgekehrt ist, ist sicherlich eine starke Leistung. Das Tor haben wir eben gesehen. Jetzt wollen wir mal 2 andere Tore sehen. Wir haben da was vorbereitet, extra für unseren Gast. Du hast es eben schon selber anmoderiert. Wir haben ein Kacktor und ein richtig tolles Tor. Deine beiden Tore in der zweiten Bundesliga damals. Genau, wir sind ja heute auch noch in der zweiten Bundesliga. Und die beiden Treffer, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ich würde sagen, guck da mal ganz genau hin. Das sind wirklich 2 Sahnestücke.
Ja, ich glaube, welches das Kacktor und welches das schöne Tor war, das habt ihr dann von alleine erkannt. Finn, nimm uns nochmal mit. Ich gehe mal direkt aufs zweite Tor. Dieser wunderschöne Hammer aus über 20 Metern, aber genau in den Knick. Da hat ja nicht mal mehr ein Papierblatt dazwischen gepasst. Ja, wie blickst du darauf zurück, wenn du es jetzt nochmal siehst? Ja, in dem Moment habe ich persönlich schon relativ früh gemerkt, dass ich den ganz gut getroffen habe und dass der auch einschlagen könnte oben im Knick. Das Spiel selber, man hat es gesehen im Video, die Umstände waren jetzt auch so nicht wirklich sommerlich, sondern es hat ein bisschen geschneit und Griesel und Scheißwetter. Wir lagen noch 1-0 zurück. Ich habe mich einfach riesig gefreut, weil gerade in der Vorwoche wir immer wieder mit dem Trainer auch gesprochen haben, Mensch, mutig sein, Abschlüsse suchen und dass das dann so geklappt hat, war natürlich super. Und ich glaube, das Jubeln, das hat man auch kurz gesehen, das war auch noch nicht so ganz drin. Ich glaube, du hast ja auch einmal so kurz vor den Kopf gehauen, das sah auf jeden Fall auch sehr amüsant aus. War ja dann in der zweiten Liga auch nicht unbedingt der Goalgetter, das muss ich auch noch ein bisschen üben dann. Ja. So, wir kommen, wollen uns ja wieder auf das heutige Spiel gegen den 1. FC Nürnberg fokussieren und kommen deshalb zu den Aufstellungen, die gerade frisch reingeflattert sind bei uns. Und die könnt ihr jetzt zu meiner rechten Seite sehen, sind jetzt eingeblendet. Manuel Pritel hat heute die 10. gelbe Karte, letzte Woche die 10. gelbe Karte gesehen und ist deshalb heute erwartungsgemäß nicht dabei. Und Uwe Neuhaus hat es auf der Pressekonferenz vorher schon angekündigt. Und so ist es auch. Es wird Fabian Kunze für ihn beginnen auf der tiefen 6. Ansonsten haben wir keine Veränderungen dabei. Finn, du hast eben schon im Vorbericht hier, in dem wir, als die Kamera noch aus war, ein bisschen gequatscht haben, über Fabian schon ein, zwei Worte verloren. Was macht den aus? Warum wird er heute Manuel auf der Position 1:1 ersetzen können? Ja, ich glaube, dass Fabian sich ja extrem gut entwickelt hat, einfach auch mit seiner Spielweise und da absolut das Vertrauen vom Trainer einfach auch genießt, weil er ein Arbeiter ist, ähnlich wie Priti ja auch. Er räumt da vor der Abwehr ab, ist ein guter Kopfballspieler, macht viele Wege, ist zweikampfstark, Ruhe am Ball zeichnet ihn aus, trotz seines jungen Alters. Und von daher denke ich, dass er da auch zu Recht das Vertrauen genießt. Wird uns trotzdem dadurch, dass Manuel Pritel jetzt nicht dabei ist, irgendwas fehlen? Ja, ich meine, dass ein Manuel Pritel bei uns fehlt, ist natürlich schon etwas, was, glaube ich, jede Mannschaft dann ein Stück weit erstmal beeinflussen kann, sage ich bewusst, kann und nicht muss, weil Pritel einfach die ganze Saison sehr konstant spielt, das Laufmonster der Liga ja auch irgendwie ist und da jedes Loch irgendwie stopft, was da irgendwie sich auftut und natürlich ein wichtiger Spieler ist. Aber ich denke, dass der Kader auch so aufgestellt ist, dass da jeder für jeden einspringt und das meinte ich auch eben mit dieser Konstanz und das zeigt sich ja auch, dass wir jede Veränderung, jeden Rückschlag vielleicht auch konnte die Mannschaft extrem gut wegstecken und da gehe ich einfach auch davon aus, dass das heute auch der Fall sein wird. Ja, dann hoffen wir mal, dass deine Worte erhört werden. Wir sehen jetzt auch auf der rechten Seite nochmal die Aufstellung unserer Gäste aus Nürnberg. Auch da vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu. Wenn ich jetzt die Namen gelesen habe, ich muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt nicht so sehr im Sportgeschäft drin wie du, aber wenn ich die Namen lese, dann wundere ich mich, dass der Kader auf Platz 15 der Tabelle steht. Wie kommt's? Wie kommt es? Eine gute Frage. Dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen zu weit weg von Nürnberg jetzt. Aber klar, wenn man die Namen liest, sieht man schon relativ viel Routine eigentlich auch und könnte sich sicherlich vorstellen, dass die eine bessere Rolle spielen könnten in der zweiten Liga, als sie es aktuell tun. Das birgt natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass dieser Kader schon eine gewisse Qualität hat, das vielleicht aus welchen Gründen auch immer die Saison noch nicht so abrufen konnte. Aber ich glaube, dass sie immer in der Lage dazu sind, auch mal dann Spiele positiver zu gestalten, als sie es in den letzten Wochen gezeigt haben. Ja, da hat ja auch Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz vorgewarnt. Das gucken wir uns gleich noch an. Aber bevor wir uns das angucken, wollen ja auch so für ein bisschen Stimmung in den ostwestfälischen Wohnzimmern sorgen, wollen wir uns nochmal die 5 Tore aus dem Hinspiel angucken. 5:1 ist es damals ausgegangen im Max-Morlock-Stadion. Bis heute der höchste Auswärtssieg, den Arminia Bielefeld im Profifußball gelingen konnte. 5:1 haben wir ein paar Mal gewonnen, aber reiht sich eben da ein. Ja, und diese 5 Tore, die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen und genießen. Und dann gehen wir auch gleich mit einem guten Gefühl, glaube ich, ins Spiel rein. Thank you.
Ja, 5:1, gerne schaue ich darauf zurück. Ich war damals live im Stadion und ich muss wirklich sagen, das war ein unfassbar toller Tag. Wir waren damals 13. Spieltag, auch das erste Mal in dieser Spielzeit dann Tabellenführer. Das war natürlich was, was den ganzen Auswärtsblock, was die ganze Mannschaft spürbar getragen hat. Wenn man jetzt das Rückspiel hat gegen den Gegner, wo man das Hinspiel schon mal 5:1 gewonnen hat, du als ehemaliger Profi kannst uns da ja vielleicht ein bisschen mitnehmen. Ist das dann was, was man jetzt auch in das Rückspiel positiv mit reinträgt oder ist das einfach schon abgehakt, weil es einfach ein halbes Jahr her ist? Sowohl als auch, würde ich sagen, weil man hat natürlich erstmal ein gutes Gefühl, dass man eine Mannschaft schon mal geschlagen hat und man grundsätzlich das Gefühl auch hat, dass man in der Lage ist, den Gegner zu schlagen, weil man schon bewiesen hat. Auf der anderen Seite ist so viel Zeit vergangen und so viel Zeit passiert, ich glaube, und da ist jeder Profi genug für, die dann heute auf dem Platz stehen, auch zu wissen, dass dieser 5-1-Sieg dann aus der Hinserie nicht mehr so viel zählt und heute wieder bei 0-0 losgeht, um mal das Phrasenschwein zu bedienen. Ja, sehr gut, genau, das Imaginäre, ich glaube, wir haben hier so einen kleinen Gartenzwerg oder so, müssen wir den gleich nochmal füttern. Ja, jetzt gehen wir ja als Tabellenführer, als souveräner Tabellenführer in diesen Spieltag hinein, spielen heute, während der VfB morgen am Sonntag spielt, der HSV am Montag. Ist das für uns immer noch so ein psychologischer Vorteil, dass wir jetzt vorlegen können oder dass wir noch ohne den Druck der anderen spielen? Oder sind wir schon in einer Phase, ist der Abstand vielleicht auch schon so groß, dass das weder für uns noch für die anderen irgendeine Rolle spielt? Ja, ich glaube schon, dass wenn man vorlegen kann, dass die anderen dann natürlich vielleicht sich noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, dass sie ihre Spiele dann auch gewinnen müssen vielleicht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Von daher ist das sicherlich keine schlechte Ausgangsposition, aber ich glaube, dass das eher dann den Gegner beeinflusst als einen selber, weil man will natürlich selber erstmal das Spiel gewinnen und wenn man vorlegen kann, ja, ist das immer eine gute Sache. Ja, wie Schippo so schön gesagt hat, wir brauchen nur noch auf uns gucken, dann kann der Rest machen, was er will. Genau. Recht hat er, genau. Ein paar Punkte brauchen wir noch und die wollen wir hoffentlich holen. Wir konnten so ein bisschen auf die Daten und Fakten, die wir uns rausgesucht haben. Arminia ja bis jetzt mit dem zweitbesten Angriff, aber vor allem auch mit der zweitbesten Defensive. Erst ein einziges Tor haben wir dieses Jahr in der Schüco Arena kassiert. Was macht die Mannschaft aus? Ich sag mal, du mit deinem sehr sportlichen Blick kannst das ja vielleicht nochmal außerhalb dieser Statistik ein bisschen interpretieren. Wie kommt es dazu, dass wir defensiv so gut stehen? Ja, ich glaube, es fängt damit an, dass wir halt wirklich sehr kompakt stehen, dass sich niemand zu schade ist, weite Laufwege auch zu leisten, was das Pressing teilweise auch erfordert, ja, was wir spielen, aber wir auch eine gute Kombination zwischen Pressing und auch dann ein bisschen fallen lassen, sehr kompakt stehen, immer wieder die Balance finden dann auch. Und man muss natürlich auch sagen, dass sich die Verteidigung und gerade auch die Innenverteidigung sehr stabilisiert hat, sehr konstant ist. Und ich glaube, irgendwie letzte oder vorletzte Woche, wenn man dann liest, dass unsere Innenverteidiger teilweise 100% Zweikampfquote hatten, 100% Passquote hatten, dann sind das schon beeindruckende Werte. Und in Kombination dann auch noch mit dem Stefan Ortega hinten drin, der auch eine überragende Saison spielt, wie ich finde, ist das natürlich schon ein guter Verbund, den wir dann auch erstmal auf den Platz bringen. Das stimmt. Wir haben oft gesprochen in den letzten Wochen über Stefan Ortega, weil der eben sehr starkes Passspiel hat. Ich habe aber auch diese Woche die Statistik gelesen mit dem Spiel in Kiel. Er ist auch der Torhüter der Liga, der die meisten Torschüsse abwehrt, nämlich 78% der Bälle, die aufs Tor kommen. Also auch da absolute Nummer 1 der Liga. Wir wollen ein bisschen auf Nürnberg gucken. Besonders auffällig, die treffen sehr wenig mit Stürmern. Woran liegt das und worauf müssen wir dadurch dann vielleicht mehr achten? Ja, warum das jetzt so daran liegt, dass die wenig Stürmertore bis jetzt erzielt haben, dafür habe ich zu wenig Spiele von Nürnberg jetzt gesehen. Aber meistens ist es ja so, wenn der ganze Verbund, das ganze Team vielleicht in einer Saison nicht so funktioniert, vom hinten rausspielen, über Übergangsspiel, herausspielen von Torchancen, dann sind die Stürmer natürlich so ein bisschen die Leidtragenden, weil die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie Bälle bekommen, da Chancen kreiert werden, dass sie Unterstützung erfahren über Flankenbälle etc. Und wenn das nicht so gegeben ist im Laufe einer Saison, dann haben es die Stürmer natürlich auch schwer, dann hängen sie ein bisschen in der Luft. Apropos Stürmer, Fabian Klos ist seit letzter Woche das erste Mal seit einer halben Ewigkeit nicht mehr Führender der Torschützenliste. Manuel Schäffler hat ihn abgelöst. Mhm. Meinst du, das ist so für ihn noch so ein kleines extra Ansporn, Motivation oder ist das was, was dich in dem Moment in der Saisonphase auch völlig kalt lässt? Ich glaube, er führt noch in der Scorerwertung. Ja, die führt er noch genau, deutlich und an. Ich glaube, er hat ja auch noch die Chance, seinen eigenen Zweitligarekord erstmal zu brechen. Mit einem Tor fehlt ihm, glaube ich, noch. Genau, also eingestellt hat er dann schon. Mit dem nächsten Tor hätte er einen persönlichen Rekord. Genau. Von daher, vielleicht ist das noch ein persönliches Ziel, aber ich glaube auch, dass Fabian da das übergeordnete Ziel eher im Fokus hat und dass das wesentlich wichtiger ist, als jetzt Zweitliga-Torschützenkönig zu werden. Jetzt haben wir ganz bisschen paar Daten und Fakten und Binsenweisheiten in den Raum geworfen und schauen uns jetzt nochmal die Quote des Tages an, die wir immer gemeinsam mit unserem Exklusivpartner X-Tipp erarbeiten. So auf meiner rechten Seite könnt ihr die jetzt sehen. Da haben wir uns heute dafür entschieden, dass Arminia gewinnt und wir dabei kein Gegentor kassieren. Wir haben es eben angesprochen, erst ein Gegentor in 5 Spielen der Schüco Arena. Das war beim letzten
letzten Heimspiel in der Nachspielzeit gegen Osnabrück davor. Sind wir 450 Minuten ohne Gegentor geblieben. Wir zählen einfach darauf, dass wir das heute wieder schaffen. Und ja, hoffen dann natürlich, dass wir vorne das eine Tor mehr machen als der Gegner. Also, wenn ihr da mitgehen wollt, dann schaut doch mal bei Xtipp vorbei und ja, guckt da rein. Wo wir gleich nochmal reingucken, ist in die Pressekonferenz. Denn mit Nürnberg haben wir ja einen, ja, auf dem Papier sehr starken Gegner, gerade als Bundesliga-Absteiger. Die sind gerade 15. Jetzt sind noch so ein paar Spiele zu gehen. Und da kann man natürlich schon mal auf die Frage kommen, ja, Uwe Neuhaus, guckt man denn jetzt schon mal auf den Punkt, wo man dann vielleicht den Aufstieg geschafft hat? Das heißt, ja, träumt man vielleicht schon mal ein ganz bisschen vor so einem Spiel? Guckt man vielleicht schon auf den nächsten Gegner und auf die Woche, wo es dann klappen kann? Aber da hat Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz eine klipp und klare Antwort gefunden. Interessiert eigentlich nur der FC Nürnberg. Und so haben wir uns auch diese Woche wieder vorbereitet. Und für Vorfreude bleibt da eigentlich kein Platz und keine Zeit, denn dieses Spiel wird auch wieder enorm schwierig. Nürnberg mit dem Rücken zur Wand spüren schon den Abstiegsdruck. Ich bin mir aber sicher, dann kann man vielleicht Nürnberg so ein bisschen mit Hannover vergleichen, die auch lange Zeit ganz unten Kontakt zu den Abstiegsplätzen hatten. Und wenn bei Nürnberg genauso der Knoten platzt wie bei Hannover, dann kann es auch sein, dass sie auch noch eine gute Serie oder die letzten 5 Spiele dann auch noch richtig gute Ergebnisse erzielen. Also das wollen wir natürlich verhindern, aber ich bin mir schon absolut sicher, dass wir eine ganz harte Nuss und ein schwieriges Spiel für uns. Ja, also Achtung, Achtung vor dem ersten FC Nürnberg, wenn bei denen einmal der Knoten platzt, dann könnte es eng werden. Glaubst du das auch? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, man muss auf jeden Fall aufpassen, auf der Hut sein. Die haben die Qualität, wenn man sich die Einzelspieler anguckt, da auch jeden in der Liga schlagen zu können. Und von daher muss man definitiv auf der Hut sein und, ja, so wie Uwe Neuhaus es gesagt hat, das Spiel auf jeden Fall ernst nehmen und nicht unterschätzen. Du bist ja auch schon mal mit Arminia aufgestiegen, mit der zweiten Mannschaft damals in die Regionalliga, war ja auch ein Riesenerfolg. Das heißt, du kennst ja auch als Spieler so ein bisschen diese Situation, wenn man so kurz davor ist. Erwischt man sich da manchmal beim Träumen? Ja, wir hatten damals natürlich auch einen Trainer mit Mike Walpurgis, der uns das Träumen ausgetrieben hat, der auch sehr fokussiert war und da vielleicht so ein bisschen die Parallele. Wir hatten auch eine extrem eingeschworene Gemeinschaft damals, wir hatten auch dieses Ziel klar vor Augen und haben uns auch vor Rückschlägen dann nicht haben niedermachen lassen. Und ja, gerade vor diesem letzten Spiel ging es eigentlich nur darum, ja, wirklich dieses Selbstvertrauen zu haben, diese Überzeugung zu haben, es noch schaffen zu können. Und bei uns war es ja wirklich damals am letzten Spieltag. Und von daher war die Träumerei nicht so groß, sondern eher wirklich dieser Fokus auf dieses Ziel, was man erreichen kann. Sehr gut, dann hoffen wir, dass das bei unseren Profis auch so ist. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, mit wem auch immer man da gerade spricht. Die sind eigentlich alle sehr fokussiert. Finn, wir wollen so ein bisschen die Kurve schaffen von dem heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in der Schüko Arena zu deiner Funktion. Du bist ja Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Nimm uns doch mal mit, wie läuft das jetzt nach dieser Corona-Pause bei euch ab? So langsam geht das Training ja wieder los. Genau, ja, wir haben im Endeffekt ja auch seit Mitte März kein Spiel, keinen Trainingsbetrieb mehr richtig gehabt, haben die Jungs auch alle nach Hause geschickt. In der Zeit der Corona-Pause haben die Jungs natürlich von uns auch Hausaufgabenpläne bekommen. Wir haben kleine Wettbewerbe veranstaltet, haben Zoom-Meetings oder Teams-Meetings gemacht mit den Jungs, haben Cyber-Trainings gemacht und ja, jetzt konnten wir dann mit den ersten Lockerungen so ein bisschen wieder auf dem Platz, auch unter Wahrung der Abstandsregeln mit gewissen Hygienevorschriften natürlich auch ohne Kontakt, was natürlich jetzt nicht wirklich ein richtiges Training war, so wie wir es eigentlich kennen. Trotzdem war es, glaube ich, wichtig, dass die Jungs sich mal wieder sehen konnten, dass sie auch mal wieder das Gefühl hatten, auf dem Platz zu stehen, mal wieder ein bisschen bolzen konnten vielleicht auch. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip einen kleinen Break nochmal gemacht, haben jetzt die Saison 19-20 für uns abgeschlossen mit den alten Kadern und werden dann jetzt in 10 Tagen wieder mit den neuen Kadern auch starten und die Saison 2021 dann einläuten. Ja, wir haben ja mit der U19 und U17 zwei Mannschaften, die in der Bundesliga spielen, nächstes Jahr dann auch wieder in der Bundesliga spielen werden. Was erwartet uns denn zukünftig noch an jungen, frischen Talenten, die dann die Profimannschaft unterstützen können? Ja, ich glaube, dass wir, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ja relativ regelmäßig Jungs auch so herangeführt haben an die Profimannschaft, dass sie auch eine reelle Chance hatten, ja auch in der zweiten Liga dann Fuß zu fassen. Ob man jetzt einen Henry Weigelt nimmt, einen Keanu Staude, einen Roberto Massimo, jetzt vielleicht einen Jermaine Konsbruch auch. Und ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren den einen oder anderen haben, der ja die Nächsten sein können, die dann auch diese Rolle einnehmen könnten. Aber
ja, wir versuchen damit bedacht ranzugehen und nachhaltig ranzugehen und einfach auch unsere Jungs, die hier sind, in Ruhe zu entwickeln und haben da auch die Geduld mit den Jungs und ja, hoffen einfach, dass wir vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr auch wieder ein, zwei Jungs rausbringen können. Ja, und ich meine, dass der Weg der Eingeschlagene nicht so schlecht ist, das sieht man ja an den Ergebnissen, die in letzter Zeit erzielt wurden, also sprich an den Spielern, die den Übergang geschafft haben. Jetzt wird sich der ein oder andere zu Hause vorm Bildschirm fragen, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, was genau heißt das denn? Wie genau muss man denn deine Funktion da verstehen? Bist du so ein bisschen der Samir Arabi der Nachwuchsmannschaften oder wie muss man das interpretieren? Ja, vielleicht kann man das sogar so sagen, wie eine Art Mini-Geschäftsführer einer eigenen Abteilung. Fängt an bei der Budgetplanung bis hin zur Personalplanung. Bei mir laufen im Endeffekt alle Fäden ein Stück weit zusammen, tragen natürlich dann auch die Verantwortung für alle Dinge, die im NLZ passieren. Aber wie gesagt, so kann man das vielleicht schon nennen, dass so ein bisschen die Funktion eines Sami nur in kleinerer Form dann bei mir auch anfällt. Wir wollen gerade mal in einem kleinen Quiz, könnt ihr zu Hause natürlich gerne mitquizzen, dein Wissen testen über unsere Nachwuchskünstler, die jetzt bei den Profis mitspielen. Mhm. Und ihr zu Hause vor dem Bildschirm seht jetzt Fotos, die können wir im Studio leider nicht sehen, aber ich glaube, Finn, sind die Spieler bekannt. Und wir fangen an mit diesem jungen Herrn. Jermaine Kohnsbruch ist das, glaube ich, den wir jetzt oder den ihr jetzt zu Hause vor dem Bildschirm seht. Genau, so Finn, und jetzt die Frage, du als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, ja. Seit wann spielt denn Jermaine bei Arminia? Müsste ich zurückrechnen. Ich glaube, der ist in der U9, die wir damals noch hatten, gekommen. 2009, 2008, so in dem Bereich. Also ich brauche jetzt eine finale Antwort, sonst kann ich das hier nicht werten. Also es geht so 2009. Es war tatsächlich deutlich früher. Früher, 2007. Ah, stimmt, da hatten wir auch noch andere Jugendmannschaften. Die haben da waren irgendwann noch deutlich genau, jünger, ne? Ja, stimmt. Da genau. Sind wir noch mit der U9, glaube ich, angefangen, nicht erst mit der U10. Ja. Wobei, oder habe ich jetzt hier zwei Jahreszahlen vertauscht? 2002 geboren, der kann 2007 nicht sein, ne? Ich habe jetzt zwei Zahlen vertauscht, 2009. Hast du das gesagt, ne? Guck mal, ey, Wahnsinn, ich wollte dich nur mal testen. Ja, ja, ist klar. War nur ein Test hier einfach. Genau, nee, genau, bei mir sind zwei Jahreszahlen verrutscht. 2009, ja. Genau. Warum haben wir keine U9 mehr? Warum macht das nicht mehr so Sinn? Ehrlich gesagt war das vor meiner Zeit, als diese Entscheidung getroffen worden ist. Ich glaube, dass es aber auch sinnvoll ist, nicht zu früh anzufangen mit einem Leistungszentrum. Und ich glaube, mit einer U10 hier zu starten, ist für uns, glaube ich, der richtige Jahrgang. Also zu früh aus den kleineren Vereinen auch rauszuholen, macht dann vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Wir wollen weitermachen und haben das nächste bekannte Gesicht. Ich glaube, es müsste jetzt Keanu Staude auftauchen auf euren Bildschirmen. Keanu Staude, seit wann spielt der denn jetzt bei Arminia? Der ist auch relativ lange da. Müsste wahrscheinlich so 2005 sein. Das ist korrekt. Ja. 2005, genau. Ist auch ja, im Grunde genommen seit der ersten Jugendmannschaft, die er bei Arminia besetzen konnte, durchgängig bei Arminia aktiv. Ja. Und sicherlich auch ein Aushängeschild mit seinen unzähligen Spielen, die er jetzt schon für unsere Profis gemacht hat. Sehr gut, finde ich. Bin begeistert. Wir haben einen dritten Spieler noch. Bin jetzt gespannt. Du bist ja seit 2012 im Nachwuchszentrum. Das heißt, wir reden ja jetzt hier auch über Jahreszahlen, die tatsächlich vor deiner Zeit waren. Ja. Und trotzdem kann das abrufen. Ich bin erstaunt. Ich hatte gedacht, dass du ein bisschen mehr schwimmst. So, jetzt haben wir hier noch ein drittes Bild. Der dürfte natürlich auch allen bekannt sein. Es handelt sich um Stefan Ortega Moreno, der auch heute wieder unser Tor hüten wird. Und wieder die Frage, seit wann spielt denn Stefan Ortega bei uns? Ich glaube, Tegu hat nicht alle Jugendmannschaften durchlaufen. Das ist korrekt. In Calden geboren, in Essen. Ja, deshalb hat er auch einen ganz später gekommen, späteren Weg genommen. Ist ein bisschen älter als Staudi. Müsste ich jetzt wirklich raten. Also hätte ich Schwierigkeiten. 2007. Dann 2005, 2009 seit die Mitte davon. Ja, das ist korrekt. Ehrlich? Seit 2007. Er ist damals als B-Jugendlicher zu Arminia Bielefeld gekommen. Ja. Genau, aus Nordhessen und spielt seitdem bei Arminia. Ist als Profi kurz schon einmal zu 1860 gegangen, hat aber zum Glück den Weg wieder zu uns gefunden. Ja. Also Finn, 3 von 3. Stark. Ich muss ehrlich sagen. Einer war geraten. Ja, aber das macht ja nichts. Richtig ist richtig. Ne? Ja. Also wir haben hier absolute Kompetenz. Das haben wir, würde ich mal sagen, mal eben mit dem Quiz hier bewiesen. Ja. Bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Ein Thema, was wir noch ansprechen wollten, bevor wir jetzt hier so langsam dem Ende entgegenkommen, weil es diese Woche einfach ein großes Thema in der Sportwelt war, waren die Proteste. Black Lives Matter hat sicherlich der ein oder andere mitbekommen. Und du als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums kannst uns ja mal mitnehmen, was denn eigentlich im Nachwuchsleistungszentrum unternommen wird, um unsere Jungs da schon mal ein bisschen drauf vorzubereiten oder in die Richtung ja, präventiv zu bilden.
ja, so wie du es gerade angesprochen hast, wir haben verschiedenste Präventionsmaßnahmen, die auch verschiedene Bereiche umfassen. Unter anderem natürlich den Bereich Antirassismus, aber auch so Sachen wie Social Media etc., wo wir schulen, wo wir mit der Laura Burek auch eine eigene Präventionsbeauftragte bei uns haben, die sich dann darum kümmert, dass wir Workshops mit den Jungs machen, dass wir Ausflüge machen mit den Jungs und verschiedene Sachen anschauen. Wir haben mit einigen Jugendmannschaften zum Beispiel die Wewelsburg besucht, wo ja auch die Ausstellung war, Fußball im Nationalsozialismus. Und ich glaube, das sind Sachen, wo wir nochmal einen Beitrag zu leisten können über das, was vielleicht im Schulalltag passiert, nochmal einen anderen Ansatz finden, wo wir die Jungs einfach nochmal sensibilisieren können für gewisse Themen und einfach auch klar machen können, dass bei uns es egal ist, welche Hautfarbe die Jungs mitbringen, welche Religion sie haben oder was auch immer, dass bei uns der Sport im Vordergrund stellt und wir da keine Unterschiede irgendwie machen. Und das wollen wir den Jungs einfach auch transportieren. Genau, und auch wichtig, dass wir da eben präventiv schon handeln, dass ihr da vor den Bildschirmen auch ein Gefühl dafür bekommt, wie das bei uns abläuft. Also die ein oder andere Maßnahme wird da auf jeden Fall getan. Es wird viel gebildet in dem Bereich und ich glaube, unsere Jugendspieler sind da bestens vorbereitet von uns. Danke dafür für den kleinen Exkurs. Wir kommen so langsam zum Ende und haben noch wieder was zu gewinnen. Ihr kennt das aus den letzten Wochen. Wir haben hier den Goodiebag von Krombacher. Da ist unter anderem ein aktuelles Heimtrikot drin. Das könnt ihr wieder gewinnen. Und die Frage des Tages, die hat natürlich wieder unser Gast dabei. Finn, was ist denn heute die Frage des Tages? Ja, wenn der Gewinner folgende Frage beantwortet, dann kann er den Preis von Christian dann gleich bekommen. Ich halte ihn hier noch hoch. Wie viele Bundesligaspiele habe ich denn gemacht? Genau, alle im Arminia-Trikot, das können wir, glaube ich, schon mal verraten. Ja. Wie viele Bundesligaspiele hat Finn Heusing gemacht? Wer das weiß, schreibt am besten eine Mail an spieltag@arminia.de. Ich glaube, die Mail, die dürfte jetzt auch in den Kommentaren auftauchen, wenn ihr da mal kurz reinschaut. Dann schickt da die richtige Antwort hin, wie viele Bundesligaspiele hat Finn Heusing gemacht. Und dann könnt ihr diesen Goodiebag gewinnen. Wie gesagt, ein Heimtrikot ist auch drin. Wenn ihr nichts gewinnt, nicht teilnehmen könnt, nicht teilnehmen wollt, dann könnt ihr trotzdem in unserem Shop vorbeischauen. Im Shop haben wir natürlich wieder den Fanartikel des Tages. Das ist heute die schöne Kaffeetasse, die ich mir hier gleich noch befüllen werde, damit der Mund immer schön trocken, hätte ich jetzt falsch gesagt, also wenn der Mund immer schön feucht bleibt und ich im Redefluss bleibe, wenn gleich das Spiel läuft und wir beide kommentieren. Also die Scrabble-Tasse, die gibt es heute für 5 Euro statt 7,95 Euro im Online-Shop. Schaut da doch einmal vorbei. Und wir haben einen Neuzugang. Und zwar ist das dieses T-Shirt, was ich hier trage, Run DSC. Das hatten wir schon mal im Shop, war ein Riesenrenner, ausverkauft. Und jetzt auf vielfachen Wunsch von euch haben wir es wieder neu aufgelegt. Das gibt es ab jetzt für 19,95 Euro wieder in unserem Online-Shop. Also shop.arminia.de, schaut vorbei, shoppt nochmal. Und da könnt ihr auch zu Hause von dem Bildschirm natürlich sehen, wenn ihr eure Wünsche äußert, wenn ihr auf uns zukommt, dann erfüllen wir die natürlich sehr gerne. Also das schöne Run DSC-T-Shirt ab sofort wieder dabei. Ja, Finn, ich danke dir schon mal zu diesem Zeitpunkt, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Und wir sind da gleich wieder drauf, wenn wir kommentieren. Hast du schon mal kommentiert? 90 Minuten? 90 Minuten noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich drauf. Aber schon mal ein bisschen. Wenn du jetzt 90 Minuten sprichst, ein bisschen schon mal. Sehr gut. Ja, ich freue mich auch drauf. Wir haben gleich noch ein ganz bisschen Pause. Hören nochmal Werner Tennberg, hören nochmal die Hymne. Ihr könnt euch zu Hause im Wohnzimmer richtig schön einstimmen. Und wie gesagt, das Spiel gibt es natürlich dann wieder nur bei Sky zu sehen. Das Einzelspiel auf Sky Bundesliga 3. Schaut da rein, hört uns zu. Man kann auch unseren Ton auf das Fernsehbild drauflegen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es 3 Punkte für Arminia gibt. Ich mache das ganz traditionell, bevor wir hier schlussendlich rausgehen. Der Gast hat noch das Recht auf einen Tipp. Finn, wie geht's heute aus? 2-0. 2-0, das unterschreibe ich sofort. Wenn der Experte das sagt, dann wird es ja wohl hoffentlich eintreten. Vielen Dank für euer Interesse draußen in Ostwestfalen. Unterstützt unsere Arminia. Ich glaube, wir sind optimistisch, dass es gleich 3 Punkte gibt. Wir werden es sehen. Und danke dir nochmal, Finn. Und dann sehen wir uns allerspätestens nächste Woche, wenn wir in Sandhausen spielen. In Deutschland 80.000 Fußballspiele statt. Dabei stehen gegenseitiger Respekt, Teamgeist und Solidarität an erster Stelle. Wir als DSC vertreten diese Werte auf und neben dem Platz. Die gemeinsame Liebe zum Sport verbindet Millionen Menschen in all unserer Vielfalt. Diskriminierung muss nicht immer laut sein. Diskriminierung begegnet jedem von uns im alltäglichen Leben. Deshalb schau nicht weg. In unserem Stadion und unserer Stadt ist kein Platz für Ausgrenzung. Jeder von uns trägt die Verantwortung für ein tolerantes und vielfältiges Miteinander. Arminia Bielefeld steht für eine weltoffene Gesellschaft. Und diese Werte verteidigen wir stur, hartnäckig und kämpferisch. Auf geht's Arminia. Spannende 90 Minuten wünscht Krombacher. Das Bier der Arminen.
ein Tor, Bielefeld vor, dass unsere Stürmer spitze sind, weiß jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Elf Spieler, die elf Freunde sind, sie spielen Westfalen singt. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Bielefeld vor, dass unsere Stürmer spitze sind, weiß jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Bielefeld vor, dass unsere Stürmer spitze sind, weiß jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Geh weiter mit dem Schaden.
doch zusammen bleiben wir stets Arminen. Geh weiter mit dem Schal, Schwarz-Weiß-Blau, und du bist niemals allein. Du bist niemals allein. Geh weiter mit dem Schal, Schwarz-Weiß-Blau, und du bist niemals allein. Du bist niemals allein. Geh weiter mit dem Schal, Schwarz-Weiß-Blau, und du bist niemals allein. Du bist niemals allein. Aus dem Heimat und Hafen hier im Bielefelder Westen. 400 Meter weiter sind die Akteure schon auf dem Spielfeld. Wir haben gerade Hanno Behrens vom 1. FC Nürnberg und Fabian Klos gesehen, die sich die Hand gegeben haben. Jetzt sehen wir auch Uwe Neuhaus und Jens Keller, die sich da noch einmal den Corona-Gruß geben. Und dann kann es gleich auch schon losgehen. Ja, hier kam eben schon das Ordnungsamt vorbei. Finn hat kurz kontrolliert, ob wir auch hier vor der Kamera die 1,5 Meter Abstand einhalten. Aber alles gut. Wir dürfen weitermachen. Ein Glück. Wir dürfen weitermachen. Und ja, passend zum Ordnungsamt sehen wir gerade die Ordnung, ja, wie wir heute auf dem Spielfeld stehen. Von daher passt das ja auch dann. Und ja, wir freuen uns jetzt, glaube ich, alle aufs Spiel. Ja, du hast es eben angesprochen, 4 Wechsel bei Nürnberg. Ja, was heißt das? Ist das schwierig als Trainer, sowas dann vorherzusehen, wer da dann spielt? Ja, ich denke, dass unsere Scouting-Abteilung da und Videoanalysten gute Dienste leisten und wahrscheinlich auch gewisse Optionen dem Trainerteam natürlich immer aufzeigen. Ich hatte eben in der Sendung ja gesagt, dass die in den letzten Spielen eigentlich relativ konstant gespielt haben, Nürnberg, deswegen vielleicht ein bisschen verwunderlich. Ich glaube aber auch ja, teilweise zu Wechseln gezwungen aufgrund von Verletzungen. Ja, ist aber immer ein bisschen Chance-Risiko natürlich. Ne? Zum einen weiß man nicht, was einen erwartet, zum anderen vielleicht auch die Chance da, die noch nicht eingespielt sind, dass man das nutzen kann. Ne? Jetzt geht's los, der Ball rollt. Wir haben schon die ersten 10 Sekunden in der Schüko Arena überstanden. Nürnberg hat schon direkt nach 5 Sekunden den Ball verloren, wir aber auch nicht lange halten können. Und so sind die Nürnberger im Ballbesitz, versuchen sich am ersten Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Wir sehen jetzt schon, Finn, wir laufen sehr hoch an. Ne? Jonathan Klaus, der da den Linksverteidiger direkt anläuft, Fabian Klos ist auch schon beim Innenverteidiger. Und so geht es zurück zu Matenia. Ist das eine Marschroute, volle Kanne drauf ab Anfang an? Ja, so ein bisschen wie in Kiel und wie wir es ja in dieser Saison schon häufig gesehen haben. Wir versuchen zu pressen, versuchen dem Gegner wenig Räume zu lassen, direkt von Anfang an. Haben dann auch die ersten Zweikämpfe jetzt mit Soku, der den Ball dann erobert und über links nach vorne treibt und sofort mit viel Tempo versucht, was zu kreieren. Aber an Marc Reiter jetzt hängen bleibt in der gegnerischen Hälfte. Der lange Schlag, jetzt der Befreiungsschlag ein Stück weit von Nürnberg, den war aber dann ja, auch im ersten Moment klären können und dann wird abgepfiffen, sodass wir auch wieder schnell in Ballbesitz gelangen und jetzt die Chance haben, vielleicht auch selber einen Spielaufbau zu kreieren. Ja, 1 Minute 15 jetzt gespielt. Ich glaube, das erste Mal jetzt, dass wir mal hinten ganz in Ruhe in der eigenen Viererkette den Ball haben. Amos Pieper legt sich den hin, spielt rüber zu Joachim Nilsson. Du hast eben angesprochen, wahnsinnig konstant die beiden. Weitere Konstante natürlich auch Florian Hartetz, der hier auf der linken Seite den Ball bekommt. Erst 3 Zweitligaminuten verpasst diese Saison. Ja. Muss man wirklich sagen, die Viererkette auf der Rechtsverteidigerposition sicherlich einen oder anderen Wechsel mal gehabt, auch verletzungsbedingt, aber sonst sehr konstant und man merkt einfach, dass sie eingespielt sind, dass sie da routiniert sind, dass sie sich auch nicht wirklich groß unter Druck setzen lassen und ich glaube, das sieht man teilweise auch bei den Gegnern, die dann uns nicht ganz so forsch anlaufen, weil sie wissen, dass wir da eine relative Ruhe und Sicherheit ausstrahlen. Jetzt ja, wir sehen jetzt Joachim Nilsson, genau. Ball nach vorne treibt schon wieder.
aber schon in der gegnerischen Hälfte. Wir über Kunze dann wieder und über Ortega wieder aufbauen können. Ja, also Nilsson, der konnte eben mal ebenso in die gegnerische Hälfte laufen, ohne da groß angelaufen zu werden. Jetzt sehen wir Amos Pieper, der das Gleiche tut. Auf die rechte Seite chippt zu Jonathan Klaus, der schon am Strafraum ist und den Ball reinbringt. Aber da gewinnt ein Nürnberger im Zentrum des Kopfballduell. Aber der zweite Ball landet bei Nils Seufert, der nochmal Cedric Brunner mitnimmt auf der rechten Seite. Joe Klaus, jetzt ist aber so ein bisschen das Tempo raus. Es geht wieder hinten rum zu Amos Pieper. Ja, neuer Spielaufbau über Nilsson. Wieder ein bisschen ordnen, Spielkontrolle behalten, viel Ballbesitz behalten über Hartherz, der Soko sucht, der sich durchsetzt, dann leider im Pressschlag Ball verloren. Jetzt geht es darum, schnell wieder hinter den Ball zu kommen, Räume wieder zu schließen, Nürnberg im Konter treiben mit dem Ball, aber ich glaube, jetzt sind wir schon wieder ganz gut hinterm Ball. Ja, wir sehen jetzt schon wieder 8 Arminen hier hinterm Ball und der lange Ball von Florian Hartherz, der in die Mitte gebracht wird zu Ishak. Huiuiui, da war es aber mal kurz eng. Knifflig, ja. Florian Hartherz, der glaube ich nur kurz mit der Brust auf Per Nilsson, hätte ich beinahe gesagt, sein Bruder, der mal bei Nürnberg gespielt hat. Nein, der auf Joachim Nilsson versucht abzulegen. Und aber da wohl Ishak übersehen hat, aber geht noch alles gut. Ich glaube, Amos Pieper war es, der Ishak da mal eben kurz abgeräumt hat und den Ball gewinnen konnte. Finn, ich darf noch Grüße an dich senden von Marvin Spreckelmeier hier im Kommentar. Schöne Grüße an Finn Holsing. In Ostwestfalen bist du einfach ein bekanntes Gesicht. Ne? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall schöne Grüße an alle zurück. Werden wir hier Joachim Nilsson sehen, der wieder tief in der Nürnberger Hälfte schon steht. Also wirklich erstaunlich, die Nürnberger lassen sich da komplett in die eigene Hälfte fallen. Und lassen dadurch natürlich wenig Räume zu. Jetzt haben wir mal Cedric Brunner auf der rechten Seite, der aber auch nicht so richtig Platz hat, jetzt mit dem Diagonalball. Aber ich glaube, Nils Seufert war das sucht. Der kann sich aber nicht durchsetzen. Ich glaube, ein hoher Ball auf Nils Seufert ist halt auch schwierig, wenn dahinter Markreiter steht. Ne? Ja, ist vielleicht nicht das beste Mittel, wenn man Nils Seufert ins Spiel bringen will. Aber wie du schon gesagt hast, Nürnberg steht relativ tief. Vielleicht auch so ein bisschen Zeichen der letzten Ergebnisse, die sie gebracht haben, dass sie erstmal eine gewisse Sicherheit haben wollen und da nicht groß irgendwo auf dem Messer laufen wollen, sondern erstmal auch bemüht sind, kompakt zu stehen, in Ordnung zu behalten. Ja, ich glaube, es wird ein Stück weit, wenn sie so weiterspielen, natürlich ein Geduldsspiel. Aber das sind wir ein Stück weit auch gewohnt mit dem Spielaufbau, den wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Jetzt Cedric Brunner, starker, tiefer Ball auf Jonathan Klaus, der am 16er Eck ist, aber dann den Zweikampf verliert gegen seinen Gegenspieler, es gibt Freistoß für Nürnberg. Wir haben eben nochmal die Wiederholung gesehen von Amos Pieper gegen Ishak, der da von Hartherz ins Spiel gebracht wurde. Alles korrekt, das weiterlaufen zu lassen? Ja, ich denke schon, dass man das da weiterlaufen lassen kann. Also, man weiß nie, wie es wäre, wenn jetzt noch Zuschauer da wären und wenn ein bisschen Bambule im Stadion wäre. Aber ich glaube, das war schon so okay, dass man das da weiterlaufen lässt. Gut den Körper reingestellt und Ishak mal eben abtropfen lassen, also auch da kernig und durchtrainiert, der gute Amos. Das ist ja was wir generell festgestellt haben in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Es war so ein bisschen die Angst, dass die Spieler nicht so richtig fit sind nach dieser Corona-Pause, aber es hat sich ja eigentlich rausgestellt, die sind alle viel fitter als vorher, ne? Ja, es wurde auf jeden Fall gut gearbeitet in der Pause und viele konnten mit Laufplänen, mit Fitnessplänen natürlich auch möglicherweise ein oder ein Defizit da mal aufarbeiten, aber ich glaube, gerade unsere Jungs haben die Pause echt gut überstanden und auch gut genutzt und sind da wirklich recht fit. Jetzt haben wir Joachim Nilsson, der hier einmal einen langen Ball ins Seiten ausklärt und die Nürnberger haben mal schon fast auf Höhe unseres Strafraums einen Einwurf, werfen den aber hinten rum. Aber jetzt gibt es nochmal den tiefen Ball auf Behrens, der wieder rechts rauslegt. Sorg ist es, glaube ich, der den Ball in den Strafraum bringt, aber nur Cedric Brunner findet, der jetzt aber zur Ecke klärt. Ja. Sah so ein bisschen aus, als ob das nicht so unbedingt Not tut, aber kam, glaube ich, auch kein Signal von seinen Mitspielern. Das mag sein, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Platz gehabt, um nicht unbedingt zur Ecke klären müssen, aber so ist er auf Nummer sicher gegangen und bevor da weiteres passiert, ich glaube, nehmen wir die Ecke lieber mit. Aber heißt bei Standardsituationen aufmerksam sein, weil ich glaube, Nürnberg auch sehr, sehr viele Kopfballtore gemacht hat. Genau, jetzt kommt die Ecke rein. Boah, und da wird es auch gefährlich, aber Stefan Ortega kann am Ende sicher zupacken. Kriegt er, glaube ich, von einem Verteidiger auch nochmal einen mit. Hat den Ball aber sicher. Ja, du hast angesprochen, ich glaube, Nürnberg die meisten Kopfballtore der zweiten Bundesliga. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn wir möglichst Flanken und Standardsituationen versuchen zu vermeiden im Laufe des Spiels. Aber da sind wir auf der Hut. Und ich glaube, wir haben natürlich auch mit unseren langen Recken da durchaus genug Power, um auch die Kopfball zu verteidigen. Ich habe gerade gar nicht gesehen, die drei bei Nürnberg. Wer war das, der da zum Kopfball kommt? Da hätte es ja... klappen können. Hat da den Ball am mehr ins Gesicht gekriegt. Jetzt wieder Spielaufbau über Nilsson, der zu Pieper verlagert auf die rechte Seite.
Haben uns versucht, den Ball wieder ein bisschen zu treiben, aber alles noch sehr kontrolliert. Nochmal hinten rum, lassen den Ball nochmal laufen. Hartl bringt sich in Position zwischen den Innenverteidigern, treibt jetzt den Ball über die linke Seite. Suku kommt in den Halbraum, wieder Verlagerung rüber zu Brunner auf die rechte Seite, der relativ viel Platz wieder hat. Leider dann die Spitze, Fabian Klose in der Spitze nicht ganz findet, aber wir sofort wieder mit der Balleroberung sind und sehr aufmerksam sind. Aber das ist auch schon wieder weg in der Vorwärtsbewegung. Fehlpass-Festival in den letzten 10 Sekunden, genau, da hat es mal eben kurz dreimal den Ball gewechselt. Es ist aber am Ende so, dass Arminia den Ball hat, Florian Hartherz wirft zu Stefan Ortega und wir können bei 7,5 Minuten, die gespielt sind, wieder ganz ruhig hintenrum aufbauen. Amos Pieper tut das, sucht hier Cedric Brunner auf der rechten Seite. Der Nils Seufert mitnimmt, ist natürlich auch schwierig, wenn man jetzt so über den Achter, über den Sechser, Marcel Hartl sehen wir hier auch, der sich wieder tief fallen lässt, aufbauen will. Dann hast du die Innenverteidiger, die Außenverteidiger und einen, der sich fallen lässt. Und dann spielst du im Grunde genommen vorne 5 gegen 10, ne? Dann wird es richtig eng. Ja, es wird auf jeden Fall eng und deswegen sagte ich ja eben, Geduld ist gefragt. Da werden sich die Lücken auftun und ich glaube, das haben wir in der Saison schon mehrfach bewiesen, dass wir dann aufgrund unserer hohen Laufbereitschaft dann auch immer mal wieder eine Lücke finden werden. Aber da gilt es, wie gesagt, die Geduld zu bewahren. Jetzt sehen wir hier einen langen Seitenwechsel der Nürnberger, die gerade einen tiefen Ball abgefangen haben auf Oliver Sorg, der wieder zurückgibt. Gute Balleroberung von Klaus, der jetzt im Tempo auf die Abwehrkette zugeht. Den ersten aussteigen lässt, jetzt nimmt er Klos mit, links am Strafraum, der ist schon im Strafraum jetzt, schießt und trifft den Pfosten. Huiuiuiui. Da hätte es beinahe geknallt. Nach 8,5 Minuten, Fabian Klos. Ich glaube sogar Eckball, weil Torwart vielleicht sogar noch dran. Ja, super Eroberung von Jonathan Klaus, der dann mit seiner Spritzigkeit natürlich direkt ein paar Meter vorlegen kann. Dann Klos, der den auf rechts legt und den Außenpfosten trifft. Ja. Durch die Beine von Mark Reiter. Doch, da war dran. Abgefälscht, ne? Vielleicht wäre er sonst an Innenpfosten gegangen. Ja, aber da sieht man wieder, wie aufmerksam wir gerade auch in den Umschaltsituationen sind. Sofort wieder eine Balleroberung durch Klaus dann haben. Das macht uns natürlich auch gefährlich. Jetzt haben wir Marcel Hartl beim Eckball, kurz auf Nils Seufert. Ja. Der nimmt Hartl wieder mit. Und der auf Suku, jetzt aus der zweiten Reihe mit dem Abschluss. Aber der geht daneben. Die Variante haben wir schon mal gesehen in Wiesbaden. Ja. Dann hat Suku den ins kurze Eck reingekloppt. Ja, das stimmt. Da habe ich mich dann mal belehren lassen, das von unserem Videoanalysten. Die haben sich das vorher angeschaut, dass wenn sie bei der kurzen Ecke stehen und die Gegner nur zu zweit zumachen und sie da zu dritt anlaufen, dann kriegen sie einen in die freie Position. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Das haben wir gesehen. Ja, ich glaube, dass unsere Analysten da immer einen guten Job machen und immer sehr gut vorbereitet sind auf den Gegner und verschiedene Optionen dann auch haben. Und ja, ich weiß auch, dass es natürlich auch für verschiedene Standardsituationen verschiedene Möglichkeiten dann immer gibt, die dann kurzfristig auch angesagt werden. Aber jetzt haben wir erstmal die Nürnberger wieder in Ballbesitz. Wie gesagt, der Abschluss dann doch neben dem Tor gelandet. Aber dafür landet auch dieser Seitenwechsel der Nürnberger im Seitenaus. Und wir haben auf Höhe der Mittellinie wieder Ballbesitz und Einwurf. 10 Minuten jetzt gespielt. Cedric Brunner sehen wir da, der den Ball an der Seitenauslinie hat. Zurück auf Amos Pieper wirft. Und es geht wieder hintenrum über Stefan Ortega. Wir bauen wieder ruhig auf. Sehen auch jetzt hier die Innenverteidiger, die weit auseinander stehen. Joachim Nielsen auch schon nah an der Seitenauslinie. Jetzt mal mit einem tiefen Ball auf Marcel Hartl, der da schön in die Lücke läuft und jetzt an der Eckfahne links den Ball hat und Zeit hat. Schöne für die Flanke. Da wäre Klos am zweiten Pfosten einschussbereit gewesen. So den zweiten Ball dann können wir leider nicht mehr verwerten, sodass Nürnberg wieder Abstoß hat. Halt Mafropanos war das. Mafropanos. Okay. Schöner Name. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Haben wir halt eben gesehen, das klassische Spiel wieder, wir bauen auf, Nürnberg zieht sich sofort wieder zurück, versucht die Räume eng zu machen und dann ist so ein Seitenwechsel oder ein tiefer Ball dann auf jeden Fall ein geeignetes Mittel. Jetzt sieht man wieder das Anlaufverhalten von uns relativ hoch, dass wir die Nürnberger wieder zwingen, einen langen Ball zu schlagen, um dann wieder die Chance zu haben, den Ballbild zu bekommen. Und da sind wir jetzt auch, Nils Seufert. Und jetzt wieder über Hartherz den Ballgewinn haben und jetzt wieder ruhig aufbauen können, wieder in Position bringen können. Die Nürnberger ziehen sich wieder ein Stück weit bis zur Mittellinie zurück. Wieder über Nilsson, über halb links, sieht, dass nicht frei ist, nimmt Kunze dann mit, lassen den Ball ganz gut laufen, haben hohe Ballsicherheit. Die Nürnberger laufen auch so ganz klassisch im 4-4-2 an, sieht man jetzt ganz gut, wenn Stürmer versuchen, da so ein bisschen die Bälle in die Mitte zuzustellen. Ja, wird wahrscheinlich ein arbeitsreicher Tag für Joachim Nilsson und Amos Pieper, wenn wir gerade sehen, da landen die langen Bälle immer direkt bei ihnen oder bei den jeweiligen Gegenspielern und im Aufbauspiel werden sie sicherlich wieder auf die über 100 Kontakte kommen heute. Ja. Das zeichnet sich jetzt gerade so ein bisschen ab. Mal gucken, wie das weitere Spiel verläuft. Nichtsdestotrotz haben beide ja auch ein sehr ordentliches Aufbauspiel und sind das natürlich auch schon gewohnt. Und ja, jetzt wieder ein langer Ball von Nilsson. Klos verlängert
aber leider nicht präzise genug auf Hartl, ein bisschen zu weit. Ja, da sieht man auch, dass wenn die Räume tief sind und Klos verlängert den, dann ist hinter ihm, sind er nur noch 10 Meter und dann ist der Torwart natürlich, wenn er mitspielt, schnell da. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber die Variante mit langen Ball auf Klos und verlängern hatten wir ja schon sehr oft die Saison, hat sehr oft sehr, sehr gut geklappt. Da war aber sicherlich der Raum hinter dem Stürmer dann ein bisschen größer. Aber ich denke auch, dass sich heute im Laufe des Spiels nochmal der ein oder andere Raum auftun wird. Ja, jetzt haben wir gerade das erste Mal Kunze in Aktion gesehen, denn Martenia hat den Ball lang auf Ishak geschlagen, der gegen Kunze den kürzeren gezogen hat. Da hat sich guter Ball von Klaus auf rechts in den Strafraum hinein, aber Fabian Klos hat zwar den Ball, ne, jetzt hat er nicht mehr. Kann sich aber nicht befreien. Die Nürnberger schlagen den Ball einfach lang weg und der landet bei Joachim Nilsson, der wieder Stefan Ortega mitnimmt und wir sind wieder im Aufbauspiel in der eigenen Viererkette. Wir sehen jetzt auch wieder 62% Ballbesitz bei Arminia nach den ersten 13 Minuten jetzt. Zeichnet sich so ein bisschen ab mit dem, was wir so sehen. Ne? Auf jeden Fall. Wie ich gesagt habe, hohe Ballsicherheit, gute Passquote mit weit über 80% wieder, fast an die 90%. Es wird ein Geduldsspiel werden und es zeichnet sich auch ein Stück weit ab, dass die Nürnberger sich vielleicht sogar noch einen Tick weit zurückziehen, weiter zurückziehen, jetzt schon hinter der Mittellinie stehen häufiger mal. Aber jetzt haben wir wieder Joe Klaus auf der rechten Seite, der dafür viel gegen Mavropanos, macht sich gut frei, findet Klaus und Tor, da ist es! Fabian Klos macht das 1:0 für Arminia Bielefeld. Ja, sehr, sehr schön gemacht mit guten Laufbildern von Klaus, der es ja in Position gebracht hat. Guter Pass raus auf ihn, der mit einer schönen Flanke Klos bedient hat und der einmalig, glaube ich, aktuell, so wie er sich dann immer in Position bringt, mit einem schönen Kopfball dann Martenia überwindet. Also da sehr, sehr schön gemacht. Cedric Brunner, der rechts Jonathan Klaus findet, so zwischen Außen- und Innenverteidiger, ganz unangenehm. Dann macht sich Klaus von Mavropanos frei mit so zwei schnellen Bewegungen. Flanke mit links auf Fabian Klos, der sich von Markreiter dann ganz bisschen abgesetzt hat. Und der Kopfball, der ist ganz schön schwierig. Ne? Der ist wirklich schwierig. Man sieht jetzt, Klos geht fast auch so einen Schritt zurück und drückt ihn trotzdem dann ins kurze Eck. Sehr, sehr gut gemacht, schwieriger Kopfball, aber jetzt ist auf jeden Fall mein Scheffler wieder gleich auf. Jetzt ist mein Scheffler wieder gleich auf mit dem 18. Saisontor und nach 14 Minuten auch wichtig, diesen Abwehrriegel geknackt zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sehr, sehr wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Nürnberg reagiert, ob sie ein bisschen mehr, ein bisschen mutiger werden, ob sie ein bisschen mehr eigenen Ballbesitz forcieren, ob sie ein bisschen höher angreifen oder ob sie erstmal so weiterspielen. Ja, jetzt ging erstmal wieder auf jeden Fall ein langer Ball in die Spitze, den wir dann aber wieder klären konnten. Jetzt haben wir hier Markreiter, der wieder rechts raus auf Sorg und da war der Ball schon wieder im Seitenaus. So, da sind wir wieder. Wir hatten kurz Tonprobleme und haben in der Zwischenzeit. Hoffen wir mal, dass Jugendvorstand heute zu einem guten Ergebnis kommt. Ja, jetzt sehen wir erstmal einen Freistoß der Nürnberger in den DSC-Strafraum und der fliegt knapp an Markreiter vorbei. Da hat nicht viel gefehlt, dass er seine Fußspitze noch Richtung Ball und damit Richtung Arminia-Tor kriegt. Hat aber gerade noch so geklappt. Du hast es gesagt, Standards, ne? Das ist einfach das, wo man aufpassen muss. Ja, und der Ball war jetzt auch nicht so ungefährlich. Haben nur Zentimeter gefehlt, dass er noch einen Fuß reinhalten kann. Von daher müssen wir da wirklich auf der Hut sein. Aber jetzt wieder, Nürnberg zieht sich wieder zurück, verändert den Spielstil erstmal nicht groß.
Wir haben weiter Ballkontrolle über Hartl, der zurückspielt auf Nilsson. Nilsson wieder verlagert auf Pieper. Suchen wieder die Lücke, nehmen Kunze mit, der sich anbietet. Haben aber weiter Ballkontrolle. Nürnberg sehr abwartend, setzt uns nicht wirklich unter Druck, versucht die Räume eng zu machen. Und wir warten so ein bisschen auf die Lücke. Jetzt wieder Pieper auf Nilsson, der den Ball über halb links treibt. Wieder den langen Ball auf Klos, der versucht sich durchzusetzen, verlängert, aber Klaus kommt leider nicht an den Ball, sodass Martin ja den Ball abfangen kann. Ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Der Ball auf Klos, der gewinnt auch immer die Kopfballduelle, aber ja, hat noch nicht geklappt, dass dann da jemand schnell genug nachrückt, so Martenia wieder im Ballbesitz. Was gut klappt, sind diese Bälle zwischen Außen- und Innenverteidiger. Ne? Das haben wir jetzt zwei, dreimal gefährlich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Das könnte ein Mittel sein. Gerade Klaus und Soku, die sich da auch gut bewegen in den Halbräumen, die wir dann spielen können. Jetzt Säufer mit dem Ballverlust in der eigenen Hälfte. Jetzt wird es nochmal kurz eng. Die Nürnberger schon am Strafraum. Hack ist das, der nochmal rausspielt. Jetzt kommt die Flanke rein in den Strafraum, aber Stefan Ortega ist sicher und souverän. Fängt den Ball ab. Da. Jetzt schaltet er schnell um, langer Ball raus auf die linke Seite zu Klos, der sich freigelaufen hat, der den Ball sichert. Wir rücken nach, versuchen dann Soku in Szene zu setzen, der durchläuft, aber Martenia kann den Ball klären mit einem Befreiungsschlag und wir aber den Ball sofort wieder abfangen über Kunze und Seufert und jetzt auf Nilsson und das ist schon stark, diese langen Befreiungsschläge, die gewinnen wir da immer wieder und können dann wieder ruhig aufbauen. Jetzt mit Kunze, der Brunner auf der rechten Seite mitnimmt. Der wieder zurück zu Amos Pieper. Jetzt haben wir natürlich auch so eine gewisse Sicherheit. 18,5 Minuten gespielt. Wir führen 1-0. Läuft quasi alles in unsere Richtung. Und läuft vor allem auch auf dem Spielfeld. Man hat das Gefühl, der Plan, der da zurechtgelegt wurde, geht auf. Jetzt sehen wir Ortega, der wieder Kunze mitnimmt. Der mal aufdreht, aber trotzdem keine so richtig große Lücke findet. Jetzt aber mal langen Ball auf Cedric Brunner, der Jonathan Klaus versucht zu bedienen. Aber da haben die Nürnberger aufgepasst. Trotzdem der zweite Ball wieder beim DSC. Es geht wieder hinten rum. Amos Pieper hat wieder den Ball. Nils Seufert. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr stabil aus. Viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle vor allem. Ja. Wieder Amos Pieper, der jetzt Nilsson mitnimmt. Also Finn sieht richtig gut aus bis jetzt. Ne? Auf jeden Fall. Sieht sehr souverän aus. Jetzt Nilsson wieder mit der schönen Verlagerung rechts raus auf Brunner, der die Flanke bringt, die dann geklärt werden kann. Wir versuchen sofort wieder den Ball zu erobern, versuchen hinter den Ball zu kommen. Jetzt treiben die Nürnberger den Ball durchs Mittelfeld, dann über rechts, Hartherz geht hinterher und schon haben wir wieder den Ball, fangen den Ball ab über Kunze. Hartherz, der jetzt Ortega mitnimmt. Der muss jetzt mal einen langen spielen, weil die Nürnberger mal vorne dran waren. Ja. Und so sind es dann die Nürnberger, die jetzt ihrerseits in der Innenverteidigung mal den Ball haben und in Ruhe aufbauen können. Marc Reiter ist das, der da den Sechser mitnimmt. Jetzt geht es wieder zurück, aber da sieht man auch, wir greifen in der gegnerischen Hälfte schon an und lassen Nürnberg sehr wenig Platz. Sorg jetzt mit einem langen Ball auf den Innenverteidiger und Mavropanos muss den Ball jetzt schon fast unkontrolliert nach vorne schlagen. Und dadurch können wir den auf Höhe der Mittellinie wieder gewinnen und sind schon in der Nürnberger Hälfte. Jetzt mit Nils Seufert, zentral. Findet aber vorne keine Anspielstation, lässt deswegen den Ball laufen über Hartherz und Kunze. Jetzt Seufert wieder am Ball, der nochmal zurückspielt auf Nilsson. Kunze lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen, sodass wir wieder um Spielkontrolle bemüht sind. Kurzes Anspiel auf Hartl, aber so richtig die Lücke noch nicht gefunden. Jetzt über rechts raus zu Amos Pieper, der das Ganze in Ruhe anschaut und schaut, wo die Lücke ist. Verlagern nochmal auf links zu Nilsson, der schon in der gegnerischen Hälfte ist. Dann Soku sieht, der sich gut frei macht, jetzt 20 Meter vom Tor. Leider einen Pass ins Zentrum nicht anbringen kann, aber Hartl ist wach und zweite Reihe ab mit einem schönen Schlenzer, den Martenia noch aus dem Eck fischen kann und zur Ecke klären kann. Wahnsinn. Schöner Schuss fast, auf jeden Fall. Fast wäre es gewesen. Der immer noch auf sein erstes Saisontor wartet, Marcel Hartl. Der hätte sehr genau im Knick gesessen. Muss man wirklich auch sagen, gut pariert von Martenia. Stark. Damit ist Marcel Hartl, das hatten wir auch vorm Spiel gesehen, war schon der Spieler, der die meisten Torversuche hat in der zweiten Liga ohne Tor. Baut es weiter aus. Aber ja, wir haben jetzt gesehen, in Kiel auch schon einmal, es liegt auch manchmal einfach an den wahnsinnig guten Torhütern. Aber jetzt hat er wieder den Eckball. Von der linken Seite hebt einen Arm. Würde ihn also direkt reinschlagen. Martenia wagt sich raus, kann den Ball aber nicht richtig klären. Wir haben nochmal den Ball aus der zweiten Reihe, aber der landet über dem Tor. Schade, Cedric Brunner war das, der so ein bisschen den Flipperball im Strafraum vor den Fuß kriegt und dann knapp drüber schießt. Ja, ich sei Marcel Hartl auf jeden Fall zu gönnen, dass er noch einen Torerfolg die Saison erzielen kann, weil ich einfach finde, dass er eine unglaubliche Spielaktivität hat und Spielfreude zeigt und immer sehr aktiv ist und da immer bemüht ist, auch was zu kreieren und sei ihm wirklich gegönnt, dass er da auch noch einen Torerfolg die Saison kreieren kann.
Ja, wir haben ja auch in jedem Spiel gesehen, dass er an wahnsinnig vielen Torbeteiligungen, einfach Torschussaktionen auch beteiligt ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Glück einfach, was da manchmal fehlt. Ne? Ja. Manchmal rutscht er einfach rein, manchmal greift vielleicht der Torwart mal einmal einen Zentimeter zu kurz und dann ist er mal drin. Und dann, wie das so oft ist, dann platzt der Knoten oder gibt es drei nacheinander? Ja, genau. Hätten wir ja auch alle nichts gegen. Jetzt sehen wir gerade Matenia, der hier behandelt wird, hat wohl gerade noch einen mitgekriegt. Die Spieler nutzen das zur Trinkpause. Es hat auch aufgehört zu regnen. Es scheint wieder die Sonne über Bielefeld. Ja, passend zum Ergebnis. Auf jeden Fall. Ja, hier sehen wir nochmal, wo sich Matenia verletzt hat. Da ist er so ein bisschen in seinen eigenen Verteidiger bei der Ecke reingesprungen. Wusel vielleicht sogar noch irgendwie Arm von Kunze da abkriegt. Ja, auch vielleicht auch schlecht gelandet. Ja. Ja, kann man schwer beurteilen. Aber es geht auf jeden Fall weiter und dann kann Martin jetzt weiterspielen mit Abstoß von seinem Tor. Wir haben es eben im Sportclub schon mal angesprochen. Fabian Klos jetzt mit einem persönlichen Zweitligarekord. Mhm. 18. Tor. Das hat er noch nie geschafft. Nee, und ein paar Spiele stehen noch aus. Und bei dem Lauf, den er die Saison hat, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht sogar noch eins zukommt. Das glaube ich auch. Da würde ich drauf wetten. Und weiterhin natürlich mehr Scorerpunkte als Spiele, die er gemacht hat. Auch das wahnsinnig stark. Aber jetzt haben wir wieder die Nürnberger. Über Hack auf der linken Seite in der Bielefelder Hälfte schon. Jetzt fliegt Flanke wieder die Flanke wieder Richtung Ishak. Foulspiel vorher, hat Hardhead da weggedrückt. Konnte man relativ gut sehen, sodass wir auch dann wieder Freistoß im eigenen 16er haben und wieder den Ballbesitz zurückgeholt haben. Siehst du, ich verwechsel auch die ganze Zeit Spieler, sehe ich gerade. Der Hack, der spielt ja gar nicht. Das ist der Philipp Heise, der da links spielt. Die habe ich immer aus der Ferne übersehen. Also Heise war das natürlich mit der Flanke. Entschuldigt das draußen, sind ja auch schon 23 Minuten gespielt, kann man vielleicht mal drauf kommen. Nee, ist leider ja auch nicht aufgefallen. Jetzt haben wir wieder Marcel Hartl hier in der gegnerischen Hälfte, nimmt Suku mit, der schon auf Höhe des Strafraums ist, den Ball in den Strafraum reinbringt, aber die Nürnberger sind wachsam. Aber Fabian Kunze kann den zweiten Ball gewinnen, sich aber nicht durchsetzen im Dribbling. So haben die Nürnberger wieder den Ball, aber da sehen wir auch wahnsinnig... wieder eng gemacht, Balleroberung durch Brunner. Ah, jetzt ist ein bisschen eng in der Mitte. Oh, aber Klos, Fabian Klos alleine vorm Tor. An Matenia vorbei. Oh, an den Pfosten. Das gibt's doch gar nicht. Da hätte er fast sein zweites Tor gemacht. Super gelauert wieder. Und da sieht man einfach, wir setzen den Gegner relativ häufig immer sofort unter Druck und lassen den kaum Platz zum Atmen ein Stück weit. Und dann zwingen wir sie vielleicht auch mal zu solchen Pässen, wo dann die Stürmer dann auch lauern können, wenn es zu eng ist. Ja, da war es gerade sehr eng. Auf jeden Fall. Genau, die Nürnberger haben versucht, Matenia anzuspielen und Fabian Klos ist dazwischen gespritzt, legt den Ball mit dem ersten Kontakt an Matenia vorbei, kommt dann aber aus spitzem Winkel nicht so richtig zum Abschluss, fällt so ein bisschen und kann den Ball nicht richtig drücken und trifft dann den Pfosten. Schade, schade, das war natürlich das zweite dicke Ding. Jetzt haben wir wieder die Nürnberger. Behrens ist das, glaube ich, der hier mal rechts rausgerückt ist. Ja, in der Mitte. Der dann... Eros zu Heise, die dann jetzt über links aufbauen. Aber die Flanke spielen, aber nicht mehr Amos Pieper, der sich da in der Mitte wieder durchsetzt. Also Flanken scheint so das Mittel der Nürnberger zu sein, ne? Ja. Haben wir jetzt schon oft gesehen. Ja, zeichnet sich ja ein bisschen ab, wenn man die Torstatistik sieht von ihnen mit den vielen Kopfballtoren. Ist das auf jeden Fall ein Mittel, was sie gerne einsetzen. Müssen da auf jeden Fall wachsam sein, aber bisher klappt das ganz gut und unsere Verteidiger sind sehr konzentriert. Und ja, spielen das auch relativ schnörkellos dann. Ja, die beste Verteidigung der Liga mit nur 26 Gegentreffern. Ist natürlich schwierig. Oh, jetzt sehen wir nochmal Fabian Klos. Ja. In der Wiederholung. Super auch, wie er nicht nur den Ball abfängt, sondern wie er mit dem ersten Kontakt des Abfangens quasi den Ball schon an Matenia vorbeilegt und dann nur den Pfosten trifft. Schade, schade. Das hätte das 2-0 sein können. Nürnberger bauen jetzt mal auf. Über den Torwart, über Matenia, über die Innenverteidiger, über... Mavropanos, der den Ball hat, ins Mittelfeld spielt zu Eras, versuchen dann über links rauszuspielen. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen zurückgezogen, stehen auch sehr kompakt, machen den Nürnberger nicht einfach, da eine Lücke zu finden, sodass sie gezwungen sind, auch wieder über Matenia aufzubauen hinten. Lassen den Ball auch laufen hinten in der Viererkette bei den Nürnbergern zwischen dem Innenverteidiger und dem Torwart. Langsam versuchen wir ein bisschen mehr Druck aufzubauen, sodass die Nürnberger jetzt ja, langsam gezwungen sind, da irgendwas zu kreieren auf der rechten Seite über Sorg aktuell und Suku geht in Zweikampf, aber wird abgepfiffen mit Freistoß für Nürnberg. Ja, schade, da hatte sich die Pressing-Situation schon sehr gut angebahnt, aber dann doch das Foul. Jetzt sind die Nürnberger schon in unserer Hälfte, schnell ausgeführt den Freistoß an der rechten Seite und jetzt gibt es nach einem Foul von Hartl, glaube ich. Von Hartl an Hack gibt es jetzt den Freistoß. Ja. Rechts. Bisschen verlängerte 16er-Eck, gute Position, wir haben es angesprochen, für die kopfballstarken Nürnberger. Da sind wir mal gespannt.
Wir sehen hier Nils Seufert und Marcel Hartl, die 1,65-Mauer, die sich das sortiert. Aber gut, kein Wunder, bei den langen Recken, die die Nürnberger mitbringen, braucht man natürlich jeden mit Körpergröße in der Mitte. Jetzt wieder auf der Hut sein, gut verteidigen. Eine gute Position auch, ne? Hier sehen wir es nochmal, verlängertes 16er Eck. Sieht erstmal ganz gut aus, sind ganz gut zugeteilt. Schleusener ist das. Warten auf den Ball, der jetzt reingeschlagen wird, zum Tor geschlagen mit dem linken Fuß. Schleusener bringt den Ball rein. Oh, nicht ungefährlich. Und der Ball geht rüber. Da war ein Nürnberger am Ball, ne? Ishak. Ja, Ishak hat sich durchgesetzt, köpft den Ball aber übers Tor. Kein schlechter Freistoß, scharf geschossen zum Tor, der ja, undankbar ist für jede Abwehr, auch für den Torwart undankbar, weil wenn ein Ball mal durchrollt, dann schlägt er auch gerne mal am langen Pfosten ein. Von daher nicht ganz einfach zu verteidigen, gilt es immer eng am Mann zu bleiben und den Stürmer dann nicht frei zum Kopfball kommen zu lassen. Jetzt stehen die Nürnberger mal ein bisschen höher. Wir versuchen unser typisches Aufbauspiel, wie wir schon oft gesehen haben, die Saison zu machen, über Ortega, über ein ruhiges, klares Passspiel und so nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn wir angelaufen werden. Und die Nürnberger laufen jetzt mal hoch an, das haben wir noch gar nicht gesehen, und holen die erste Ecke raus. Da gab es dann den Fehlpass von Fabian Kunze. Ja, das haben wir, jetzt haben wir es die ganze Zeit gesehen, dass die Nürnberger in der eigenen Hälfte warten und auf einmal stehen sie mit 5 Mann an unserem Strafraum. Also da haben sie jetzt mal kurz das Anlaufverhalten gewechselt, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen den Mut jetzt aus dem Freistoß gezogen, eine gute Chance hatten. Jetzt die Ecke gilt wieder gut zu verteidigen, wird wieder auf den Kurz geschlagen und wieder gefährlich. Hey, hey, Marc Reiter war das, glaube ich, wenn ich es gesehen habe. Gefährlicher Kopfball aus 6-7 Metern, geht rechts am Pfosten vorbei. Schleusener war das, genau. Ja. Schleusener. Knapp über den Kopf. Das wäre schwierig geworden, glaube ich, den zu verteidigen als Torwart dann noch. Da sehen wir auch, wie schon die erste Ecke wird ganz nah ans Tor auch geschlagen. Also mitten in den Fünfer, wo dann insgesamt irgendwie 16, 17 Spieler rumlaufen. Schwierig auch für einen Torwart dann da rauszukommen. Ja, und eben genau auf den Mitspieler. Aber wir machen es jetzt wieder schnell, sind schon in der Nürnberger Hälfte. Ja. Marcel Hartl, der hier mit Klaus Doppelpass Klos nimmt. Aber der tiefe Ball auf Seufert sitzt nicht so richtig. Schade. Das wird jetzt leider abgepfiffen. Ja. Aber es ist wichtig, dass man nach so einer Phase mit 2, 3 ganz guten Aktionen von Nürnberg dann sofort auch wieder selbst aktiv wird und da auch wieder den Gegner unter Druck setzt, sodass man da gar nicht erst irgendwie sich einlullen lässt, sondern sofort wieder auch den Ball in die gegnerische Hälfte transportiert. Jetzt sehen wir hier Martenia, der sich den Ball zurechtlegt in der Nürnberger Hälfte. Also wir haben es angesprochen, die Nürnberger gerade ganz gute Phase mit 2, 3 gefährlichen Aktionen, muss man auf jeden Fall aufpassen. Und man hat eben auch gesehen, gerade bei so Standards und so, wenn du da halt einen Gegenspieler hast, der 1,95 groß ist und noch ordentlich Sprungkraft mitbringt, dann wird es halt auch schwierig, das zu verteidigen. Also da müssen wir auf der Hut sein. Jetzt haben wir die Nürnberger mit einem langen Ball. Hack ist das, setzt sich hier gegen Kunze durch, ist schon in der Bielefelder Hälfte. Aber wir stehen wieder gut tief und ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als nach hinten zu spielen. Jetzt haben wir Erras, der wieder den Seitenwechsel versucht auf Sorg. Der nicht mehr rankommt, der Ball geht ins Aus. Hinter die Torlinie flankt. Jawohl. Aber wir sehen Nürnberg jetzt mit neuem Mut, hätte ich fast gesagt. Ja, werden auf jeden Fall aktiver, sind ein bisschen forscher. Müssen natürlich auch was tun, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Müssen natürlich auch aktiver werden, wenn sie hier was mitnehmen wollen, was wir natürlich gerne verhindern möchten. Und klar, sind jetzt alles so Ansätze, die wir gesehen haben. Im Endeffekt die Chancen, die sie hatten, resultieren dann auch wieder aus Standardsituationen, so richtig aus dem Spiel heraus, auch noch nichts Gefährliches passiert, da stehen wir ganz gut. Aber ja, wie schon häufiger betont, wir müssen wirklich wachsam sein und dass nicht mal irgendwie so ein Ball durchrutscht. Jetzt wieder Aufbauspiel über Hartl, der sich in der eigenen Hälfte den Ball abholt, rechts raus spielt, über Seufert, Doppelpass, aber sehr, sehr eng. Haben aber den Ball sofort wieder über Klaus, der den Einwurf rausholt. Auf der rechten Seite, aber die Nürnberger haben auch gut zugestellt, gut verschoben. Klaus gibt den Ball ab an Cedric Brunner, der ja auch wahnsinnig weit werfen kann. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch. Nimmt ein bisschen Anlauf und wirft auf Fabian Klos, überwirft aber auf Fabian Klos. Ein bisschen zu weit geworfen. Ja, und wirft ins Tor aus. Es gibt Abstoß für Martenia. Aber wir stellen vorne, glaube ich, direkt wieder zu, versuchen die Gegner wieder unter Druck zu setzen. Marcel Hartl sehen wir jetzt in der vordersten Reihe, zusammen mit Fabian Klos. Und Martenia muss den Ball wieder langschlagen auf Ishak, der gegen Pieper erneut den Kürzeren zieht im Kopfballduell. Seufert setzt sich schön durch in der Mitte, aber kann keinen Mitspieler finden. Jetzt haben wir so ein bisschen Mittelfeld-Ping-Pong, hätte ich beinahe gesagt. Die Nürnberger wieder ihrerseits mit einem langen Ball, den Suku runterholen kann, aber dann doch nur Ishak findet.
gut aufgepasst. Jetzt Kunze mit einem Pressschlag, wo er vielleicht ein bisschen forsch reingeht und da auch den Nürnberger ein Stück weit trifft. Aber jetzt Freistoß für Nürnberg, aber also ja, ich habe da keinen Foul gesehen. Ja, Pressschlag würde ich auch eher sagen. Also gegen auf jeden Fall nicht irgendwie böswillig und normaler Pressschlag. Sieht dann halt spektakulär aus, weil Behrens im Pressschlag so ein bisschen den Kürzeren zieht, aber ein Foul sehe ich da auch nicht. Naja gut, gibt trotzdem Freistoß für Nürnberg, Höhe der Mittellinie, alles halb so wild. Die spielen durch die Innenverteidigung, wir sehen hier wieder Mavropanos. Der Weg zu Markreiter wird zugestellt von Klos, er nimmt trotzdem den hohen Ball dann auf Markreiter. Die jetzt den Ball versuchen über rechts zu treiben, nach vorne zu treiben, über Sorg jetzt, der aber wieder hinten rumspielt, weil wir die Sache gut verteidigen. Seite zumachen, jetzt läuft Klos Matenia an, der ist wieder gezwungen, den langen Ball zu spielen, wo Nilsson wieder gut verteidigen kann. Jetzt Suku hat den zweiten Ball, versuchen über Kunze zu wechseln, der unter Druck gesetzt ist von zwei Leuten, von Ishak, gewinnt der den Ball jetzt treibt, aber den Ball auch nicht anbringen kann. Brunner ist, glaube ich, sehr aufmerksam da und treibt den Ball jetzt über rechts direkt. Findet aber Klaus nicht, schade, das wäre gut gewesen, ne? Der hatte da rechts schon ein bisschen Platz. Ja. Aber der Ball landet im Nürnberger Bein. Die jetzt ihrerseits, also es wird auch ein bisschen hektischer, das Spiel. Ne? Es geht immer schneller hin und her hier. Ja, ein bisschen zerfahren jetzt. Viele Ballverluste auch, viele Balleroberungen auch. Aber dann die Spielfortsetzung klappt bei beiden noch nicht so gut nach einer Balleroberung. Und wir sehen auch immer wieder, dass Fabian Klos jetzt so ein bisschen die Querpässe zwischen den beiden Innenverteidigern, zwischen Markreiter und Mavropanos versucht zu unterbinden, indem er sich da schon sehr weit nach vorne stellt. Ja. Vielleicht auch so ein Mittel, um die Nürnberger ein bisschen schneller zu langen Bällen zu zwingen. Denn bei langen Bällen, das haben wir schon gesehen, da können sich Nilsson und Pieper selbst gegen Ishak vorne jedes Mal durchsetzen. Ja, und auf jeden Fall das Spiel auch auf eine Seite so ein bisschen zu lenken, wo wir dann Druck ausüben können und den Raum eng machen können. Den Weg zurück quasi abschneiden wollen. Das lässt sich Nürnberger in die Innenverteidigung nochmal fallen aus dem Mittelfeld. Aber sie werden wieder gezwungen, über rechts aufzubauen. Und da stehen wir gut und die Nürnberger müssen wieder neu aufbauen. Über Matenia und Mavropanos, glaube ich. Haben jetzt auch das erste Mal ein bisschen länger den Ball hinten. Ne? Das haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Also versuchen jetzt ihrerseits sich mal ein bisschen an Geduld. Bauen auch mal so ein, zwei Minuten auf, gucken nach der Lücke. Finden sie aber anscheinend noch nicht im Defensivverbund von Arminia. Jetzt sehen wir mal Hack, der sich auch ganz tief fallen lässt. Dann aber am Ende auch doch wieder den eigenen Innenverteidiger mitnimmt. Jetzt haben wir auch gerade unten am Bildrand schon Markreiter gesehen, der schon zweimal so ein bisschen die Arme gehoben hat. Da so ein bisschen seine Mitspieler wahrscheinlich zu mehr Aktivität in der Spitze auffordert. Jetzt geht's mal zu Hack, der aufdreht. Wir und die Nürnberger spielen, ich würde sagen, haben gerade Ballbesitz. Ja, und Ball da war sicherlich mehr drin für Nürnberg, aber zum Glück können sie die Spielverlagerung nicht anbringen, landet im Aus, sodass Hartherz dann mit dem Einwurf wieder auf Nilsson zurückgibt, der jetzt auf Pieper spielt. Wir wieder Ballkontrolle haben in unserer Viererkette. Die Nürnberger ziehen sich wieder bis zur Mittellinie zurück. Wir jetzt über Kunze dann wieder die Seite verlagern können auf Nilsson, der wieder ein bisschen Platz hat, aber der jetzt auch nicht in Aktionismus verfällt, sondern ganz normal den Ball nochmal verlagert jetzt wieder über Pieper, der halb rechts ist, Brunner mitnimmt. Brunner sieht aber auch keine Lücke und nimmt Ortega dann hinten wieder mit, der jetzt mit dem Diagonalball vorne in die auf Spitze aus. Der geht durch, aber kann sich nicht behaupten und stand auch leider abseits. Ja. Aber da haben wir wieder die Qualität von Ortega gesehen. Da kann es einmal schnell in die Spitze gehen und dann wird es sofort gefährlich. Aber Fabian Klos stand dann wohl doch ein ganz bisschen abseits. Boah. Wir sehen jetzt hier kalibrierte Linie rausholen, glaube ich. Ja, wir sehen die Wiederholung und schnauben einmal kurz durch. Also das sah nicht nach abseits aus. Und wenn, dann waren es die berühmten 2 mm. Ja. Aber so ist es. Weiter geht's. Die Nürnberger sind schon wieder in unserer Hälfte und versuchen hier über rechts aufzubauen. Aber gut abgefangen von Suku. Ja, wird dann gefoult. Wird dann gefoult. Könnte man eine gelbe geben, hätte ich jetzt fast gesagt. Das sah schon ein bisschen ungemütlich aus. Das stimmt. Aber ich glaube, er lässt es noch bei einer Ermahnung. Nee, doch nicht. Gibt gelb. Für Behrens. Also strenge Linie, könnte ich mal sagen. Das war jetzt so was, wo man so ein bisschen sieht, in welche Richtung der Schiedsrichter das Spiel gerne hätte. Ja. Entweder man lässt ein bisschen die weite Leine, aber er zieht direkt. Wobei das in der Zeitlupe auch schon relativ deutlich war, also kommt deutlich zu spät und trifft nur Suku, von daher durchaus berechtigt. Und ja, glaube ich, blieb dem Schiedsrichter auch nicht so viel Wahlmöglichkeiten, da keine gelbe zu ziehen. Ja, Arno Behrens vierte gelbe Karte nach 37 Minuten, für uns vielleicht auch ganz gut, dass einer, der vorweg geht, der hinten aber natürlich auch gleichzeitig ein ordentlicher Abräumer ist, jetzt nach 37 Minuten schon mal gelb gesehen hat und sich damit ein bisschen zurücknehmen muss, gerade gegen Marcel Hartl, der ja auf der Seite immer durchbricht. Gegen Hartl kann oder das auch gegen Seufert, die dann ja auch
ja, vor der Abwehr da immer für Alarm sorgen und mit ihren engen Dribblings da sicherlich auch mal in Zweikämpfe gehen, wo es dann schwierig wird, auch die immer mit fairen Mitteln zu verteidigen. Jetzt wir wieder über die linke Seite. Hartherz hat den Ball, spielt zurück zu Nilsson, der wieder aufbaut über Ortega. Jetzt greifen die Nürnberger ein bisschen früher an, stehen bei uns in der eigenen Hälfte schon. Ortega mit dem langen Ball, schön auf Klos, der leider die Ablage nicht anbringen kann an Suku, sodass die Nürnberger den Ball zurückgewinnen. Jetzt wir aber versuchen wieder gegen zu pressen und den Ball sofort wieder zu erobern, kommen aber nicht ran und jetzt muss Nürnberg auch wieder hintenrum aufbauen. Wir können uns wieder ein bisschen mehr ordnen. Wir sehen aber 6 Arminia-Spieler auch beim Anlaufen in der Nürnberger Hälfte. War schon gut eng. Ja. Ich kriege halt hier Grüße aus Hamburg rein in den Chat bei YouTube. Grüße zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Von wo auch immer. Siehst du, wir reden immer viel von Ostwestfalen, weil wir natürlich hier die Heimat der Ostwestfalen sind. Aber freuen uns natürlich auch, dass wir ganz deutschlandweit Fans und Zuschauer haben. Also schöne Grüße in die Hansestadt. Wir gehen wieder aufs Spielfeld, Finn. Ja. Einwurf, rechte Seite von rechte Nürnberg, Seite die schon ein bisschen Nürnberg, Raum gewonnen haben. Die jetzt. Raum gewonnen haben. Jetzt versuchen in die Spitze zu spielen. Sorgt jetzt auf der rechten Seite. Wird gefoult von Suku, sicherlich aber nicht böswillig. Gibt es jetzt da auch jetzt Gelb? Eine da gelbe Karte? Gelb. Sah jetzt im ersten Moment nicht so heftig aus, muss ich ehrlich sagen. Bin auf die Zeitlupe gespannt. War im Vergleich zu dem vorherigen Foul von Behrens, glaube ich, aber nicht so schlimm. Na gut, er steigt ihn auf den Fuß. Ja, kann man, glaube ich, gelb geben. Sicherlich aber auch mehr Spielraum als eben bei Behrens da ja, die Karte also stecken genau. zu lassen. Würde ich jetzt auch beurteilen hier von meinem Platz. Also das wirkte so ein ganz bisschen, als ob der Schiedsrichter gerade gelb bei dem Foul an Suku zeigen musste und sich jetzt gedacht hat, komm, jetzt foult er selber, jetzt muss ich ihm auch gelb zeigen. Ja, auf jeden Fall jetzt wieder eine Standardsituation für Nürnberg. Da hatten wir jetzt schon mal ein, zwei gefährliche Aktionen. Wieder von unserer linken Abwehrseite wird wieder zum Tor gebracht. Die Spieler stehen auf einer Höhe, laufen jetzt rein. Boah, das ist aber ein bisschen zu lang. Ist zu lang. Ortega kann den Ball. Da kommt kein Nürnberger ran. Sehr gut. Heise war das, der jetzt mal den Freistoß schlagen durfte. Der erste, wie gesagt, kam eben noch, glaube ich, von Schleusener. Ja. Also auch da wird der Schütze mal variiert. Aber Ortega kann den Ball wieder abfangen, wie gesagt. Suku übrigens dritte gelbe Karte, also da brauchen wir uns noch keine Sorgen machen, dass der demnächst mal gesperrt wird. Ist ja ohnehin, glaube ich, jetzt nicht für wilde Foulspiele bekannt. Jetzt haben wir Nilsson, der wieder den Pieper mitnimmt. Da geht es wieder zurück zu Nilsson und wir bauen wieder ruhig auf. 40. Minute haben wir jetzt, 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Mit ein bisschen Nachspielzeit sind es vielleicht 6 oder 7. Aber weiterhin jetzt natürlich bemüht um die Spielkontrolle. Oh, und dann geht es schnell gemacht. Tief, schön freigespielt. Nils Seufert ist das auf der rechten Seite. Die Flanke zu Klos, aber Markrader kommt davor, kann aber nicht richtig klären. Der landet bei Suku, aber die Nürnberger, Oliver Sorgwas, können den Ball dann doch am Ende befreien. Wir haben aber sofort wieder Ballkontrolle über Hartheld, über Kunze, der den Ball sofort wieder beruhigt. Wir wieder aufbauen können über Brunner, rechte Seite jetzt. Der nimmt Seufert mit, der sie in Position gebracht hat. Lässt den Ball aber nochmal zurück auf Brunner klatschen und jetzt können wir wieder in Ruhe aufbauen, wieder in Position bringen. Pieper spielt wieder auf Nilsson, der jetzt halb links ist und den tiefen Pass sucht. Missverständnis mit Suku, der tief geht und Nilsson spielt kurz. Aber wir sofort wieder im Gegenpressing sind, sofort wir in Zweikämpfen sind und den Gegner jetzt nicht in Ruhe lassen. Aber trotzdem die Nürnberger jetzt mit dem Ball Nürnberg, in genau. unserer Hälfte. Auf der linken Seite. Heise ist das, legt zurück auf Erras, der den tiefen Ball sucht, aber da sehen wir auch im Umschalten, dass Arminia schnell wieder tief steht. Wird schwierig für Nürnberg. Jetzt der lange Ball in die Spitze. Behrens verlängert auf Ishak, der ist schon am Strafraum, legt ab. Abseits. Aber stand im Abseits. Ja. Sehr gut. Haben wir gut aufgepasst, auch die Verteidiger. Was nicht immer einfach ist, wenn ein langer Ball gespielt wird, dass auch die Außenverteidiger dann immer auf Höhe der Innenverteidiger sind, gerade wenn man zurückläuft, dass man dann auch die Situation erkennt, wo man den Schritt raus machen muss. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja. Klare und man sieht Geschichte. Oben Brunner, wie er wirklich nochmal einen Schritt raus macht und weil er es erkennt, dass der so den Nürnberger ins Abseits stellen kann. Und dann wird gepfiffen und ich glaube, Behrens, ist das Behrens? Nee, ist nicht Behrens. Aber Hack ist das, glaube ich. Schießt den Ball nochmal ins Tor. Ja, und kassiert die gelbe Karte. Völlig zu Recht. Wer gestern Bundesliga gesehen hat, der hat gesehen, wozu das noch führen kann, wenn man die erste gelbe Karte kriegt für den Ball wegschlagen. Ja. Ishak war das. Ah, okay. Sieh, da habe ich mich wieder vertan. Ja. Vielleicht dabei sind sie doch eigentlich gut auseinanderzuhalten. Ja, das stimmt. Aber vielleicht auch so ein bisschen Frust dabei. Noch nicht so richtig in Position gekommen und hängt so ein bisschen in der Luft vorne, muss viel arbeiten.
Aber Nürnberg hat wieder den Ballbesitz. Wir stehen aber relativ geordnet in der eigenen Hälfte, Höhe Mittellinie, lassen wenig zu. Die Nürnberger versuchen wieder die Lücke zu finden. Ishak bietet sich an, lässt wieder klatschen. Jetzt mal über die linke Seite ein bisschen Platz. Kommt die Flanke, aber die können wir mit Form von Pieper verteidigen. Zweiten Ball aber trotzdem bei Nürnberg. Über Sorg, jetzt über die rechte Seite, wollen auch die Flanke wieder bringen. Schießt Suku an und es gibt die Ecke. Die Ecke. Da wollte Hartherz noch die Ecke verhindern, aber kommt einen Schritt zu spät, sodass wir die nächste Standardsituation für Nürnberg jetzt sehen. Ja, Ecke von der rechten Seite. Wahrscheinlich wieder ein Fall für den Linksfuß, hätte ich jetzt gesagt, der den dann nah ans Tor bringt. Wen sehen wir da, der da rausgeht? Heise. Ist wieder Heise. Heise geht wieder raus. Hat eben schon den Freistoß gebracht, der ein bisschen zu weit war. Jetzt mit links wieder zum Tor dann. Mit links zum Tor. Wir sehen wieder viele Spieler, die nah am Tor sind. Ja. Auch der geht wieder sehr nah ran und ist an der Latte und drin. Ausgleich für Nürnberg. Verdammt. Ja, sehr ärgerlich, aber typisches Nürnberg-Tor nach Standard per Kopf. Ja, wir haben es die ganze Zeit über gesagt. Da, das ist jetzt ja, vielleicht nicht einzige Mittel, aber eins der Mittel, wenn was geht bei Nürnberg, dann so. Und leider hat es jetzt Mark auch Reiter für Nürnberg war's, funktioniert. Da geht der erste Kopfball an die Latte, an die Unterkante. Unterkante Latte und dann direkt rein. Drin. Nee, Heise ist es. Nee, Heise hat den geschlagen. Nee, Heise hat den geschlagen. Nee, ist geschlagen. Aber, wer denn da jetzt eingenickt? Ja, Mark Reiter war es. Mark Reiter war es? Mark Reiter war es. Mark Reiter, okay. Ja. Doch richtig geguckt. Ja. Gute Ecke. Schwer zu verteidigen im Endeffekt. Ja, Mist, so kurz vor der Halbzeit. Kleiner Rückschlag kurz vor der Halbzeit. Doch, war doch Erras. So. Aber noch Erras, okay. Jetzt haben wir es. Verteilen, genau. Jetzt haben wir es. Erras mit seinen 1,96, sehe ich auch gerade. Natürlich dann schwierig zu verteidigen, wenn der mit Tempo kommt. Auf jeden Fall bei der gut geschlagenen Ecke dann noch. Ja, ein bisschen ärgerlich, weil ich schon glaube, aus dem Spiel heraus, wie die bessere Mannschaft auch einfach sind, da relativ wenig geht für Nürnberg. Nur nach Standards da irgendwas funktioniert. Und von daher, ja, heißt es jetzt aber trotzdem geduldig weiterspielen und ja, genauso weitermachen, wie wir es bis zu dem 1-1 auch gemacht haben. Ja, 44 Minuten jetzt gespielt. Die Nürnberger sind auf der linken Verteidigerposition mit dem Einwurf dran, tief in der eigenen Hälfte, versuchen sich da zu befreien, aber die Arminen machen den Raum eng. Kunze ist das da, der dann aber den kürzeren zieht, oder ich glaube Hartl ist es am Ende, der das Foul zieht gegen den Torschützen, gegen Erras. Und es gibt Freistoß für die Nürnberger in der eigenen Hälfte. Halbe Minute jetzt noch regulär zu gehen. Ich denke mal, bei zwei Toren werden wir ein ganz bisschen Nachspielzeit sehen. Geht aber erstmal wieder hinten rum für die Nürnberger, die durch die Innenverteidigung durchspielen. Mark Reiter jetzt hier, der auf der rechten Seite Sorg mitnimmt. Die Arminen stellen aber wieder gut zu. Suku und Hartl sind das, die da direkt zulaufen. Es geht wieder zurück zu Martenia. Und der muss den langen Ball schlagen und da landet er bei einem Arminen. Fabian Kloß kann den Ball jetzt mal festmachen. Findet Nils Seufert in der gegnerischen Hälfte schon. Gut durchsetzt dann. Und jetzt über Kunze den Ball wieder sichert. Ah, geht dann doch nicht nach vorne, geht nochmal zu Amos Pieper. Ja, Nürnberg aber auch gut umgeschaltet, schnell wieder hinterm Ball mit vielen Leuten. Sodass wir jetzt nochmal aufbauen müssen über Pieper, über Nilsson, zurück zu Pieper. Der rechts raus spielt auf Brunner. Brunner nimmt dann Hartl mit. Der versucht, Klaus ins Hirn zu setzen, aber ein bisschen weit der Ball. Trotzdem, Klaus geht hinterher und zwingt Martenia wieder zu dem langen Ball, den wir dann auch wieder erobern können. Florian Hartherz ist das, der gefoult wird. Wird gefoult von Ishak. Freistoß in der eigenen Hälfte. 2 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. 40 Sekunden davon sind schon rum. Und weiter geht's. Florian Hartherz hat sich wohl richtig wehgetan. Er steht auch noch so ein bisschen. Und deshalb spielen wir über die rechte Seite. Amos Pieper, der Cedric Brunner mitnimmt. Der holt einen Einwurf raus. 1 Minute jetzt von der Nachspielzeit rum. 1 Minute haben wir also noch. Brunner guckt jetzt so ein bisschen nach vorne. Wo geht's hin? Und wird nochmal vom Schiedsrichter ein paar Meter zurückgeschickt. Wollte ein paar Meter erschummeln. Wirft dann den Ball zu Hartl. Der holt nochmal einen Einwurf für uns raus. Nochmal Brunner mit Ball in der Hand. Ja, jetzt bei noch 45 Sekunden, denke ich mal, wird er gleich mal lang gehen. Ja, wird sicherlich vorne eine Anspielstation suchen. Suku hat jetzt Suku mal die Seiten gewechselt. Sucht Kloß. Den zweiten Ball haben wir dann auch, der abgewehrt wurde von den Nürnbergern. Oh, jetzt Brunner, der sich stark rechts durchsetzt, in Flankenposition ist und gefoult wird oder sieht selber der Linienrichter anders. Ich glaube, da hakt sich Brunner ein bisschen ein, fault den Nürnberger. Handwerker ist das. Sodass die auf Höhe des eigenen 16ers nochmal einen Freistoß bekommen. Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja, das ist so ein klassischer Fall von beide, ne? Ja. Er klemmt ihn da so ein bisschen ein. Ja.
am Boden liegen, hält er dann nochmal den Kopf gegen den Ball. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden Freistoß in der eigenen Hälfte von Nürnberg. Ich denke mal, das wird jetzt mit der ersten Halbzeit gewesen sein. Martenia schlägt das Spielgerät lang und dann ist Halbzeit 1:1. Geht's in die Kabinen? Ja, Finn, wenn man so kurz vor der Pause das Tor kassiert, natürlich sehr ärgerlich, ne? Ja, ich denke auch. War wirklich ärgerlich. Vielleicht sogar ein bisschen unnötig, dass man dann 1:1 jetzt in die Pause geht. War auf jeden Fall mehr drin. Aber so wie wir es die ganze Zeit gesagt haben, wenn was geht bei Nürnberg, dann nur über Standards oder über Kopfbälle dann auch. Da müssen wir echt aufpassen. Aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, eine vernünftige, ordentliche Leistung bisher in der ersten Halbzeit. Wir hatten die Chance noch von Klos, der am Pfosten scheitert, zweimal ja sogar, sodass da auf jeden Fall noch mehr drin ist oder drin gewesen wäre. Und ja, hoffe, dass wir dann in der zweiten Halbzeit noch mal nachlegen können. Ja, und wir haben es eben ein bisschen angesprochen, Nürnberg ist mutiger geworden, so nach einer halben Stunde, hat ein bisschen das eigene Spiel umgestellt und wurde dann dafür belohnt. Heißt das, jetzt muss Uwe Neuhaus in der Halbzeit seinerseits wieder reagieren, irgendwas umstellen oder machen wir einfach so weiter, wie wir das bis jetzt gemacht haben? Ja, ich denke, erstmal wird Uwe da die richtigen Worte, glaube ich, finden jetzt in der Halbzeit. Das Gesicht von ihm sah jetzt gerade nicht ganz so not amused aus, als er in die Kabine gegangen ist. Ich glaube, an den Werten sieht man auch, jetzt ein bisschen so zum Ende der zweiten Halbzeit Nürnberg besser ins Spiel gekommen, gewinnen jetzt auch wieder mehr Zweikämpfe, haben mehr Ballbesitz. Von daher glaube ich, dass wir einfach vielleicht wieder ein Stück weit aktiver werden müssten. Aber ob wir jetzt groß umstellen müssen, glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, dass wir gute Ansätze gesehen haben in der ersten Halbzeit. Aber ja, jetzt wieder nach dem Pausentee mit neuer Kraft und neuem Mut wieder aufs Spielfeld gehen sollten. Ja, du hast die Werte angesprochen, 55% Ballbesitz. Wir gehen nochmal kurz darauf ein. Für Arminia bis jetzt Torschüsse, die dann wirklich aufs Tor gegangen sind, 2:2. Also bisher sehr ausgeglichen. Passrate mit 88% wirklich herausragend hoch, wieder mal bei uns. Aber die Zweikämpfe, die sind eben mit 57% bei Nürnberg. Was sicherlich auch daran liegt, dass die am Anfang tief standen und dann diese tiefen Bälle, wir natürlich immer auch in Unterzahl in die Zweikämpfe reingehen mussten. Ne? Ja, nach vorne verteidigen ist immer ein bisschen einfacher, dann wenn man, wenn auf einen zugespielt wird, dann kann ich als Abwehrspieler hinter dem Gegenspieler stehen, kann immer dazwischen stochern und dann vielleicht auch den einen oder anderen Zweikampf mehr gewinnen. Aber ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, dass wir nicht nachlassen dürfen und da weiterhin viel investieren müssen und ja, die Nürnberger einfach auch sich ihrer Situation gleich bewusst sind am unteren Tabellenende. Und da wirklich auch alles investieren, alles reinhauen und da um ihre Chance einfach auch kämpfen. Und das dürfen wir sicherlich nicht aus den Augen lassen. Ja, für Nürnberg ja sicherlich auch interessant. Die sind der 15., dass eben gerade der 17. gegen den 18. spielt. Also da wird es oder könnte es für die Nürnberger eng werden. Aber ja, sie halten gut dagegen. 1:1 zur Halbzeit. Finn, wir gehen kurz in die Halbzeitpause, machen quasi einmal den Getränkecheck und dann sehen wir und beziehungsweise wir beide sehen uns, aber die Zuhörer zu Hause hören uns gleich dann wieder. In genau wenigen Minuten wieder. Macht euch nochmal kurz einen Krombacher auf und dann sind wir gleich wieder zur zweiten Halbzeit zurück. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld vor, dass unsere Stürmer spitze sind. Weiß jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld vor, dass unsere Stürmer spitze sind, weiß jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, schön sind deine Tore.
jedes Kind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir Furore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Arminia, Arminia, wie schön sind deine Tore. Geh weiter mit dem Schal, schwarz-weiß-blau.
Ja, da sind wir wieder hier im Heimat und Hafen im Bielefelder Westen. Die Halbzeitpause dauert noch so 2-3 Minuten an. Wir gehen trotzdem schon mal wieder rein, haben gerade das Halbzeitinterview aus der Schüko Arena gesehen mit Sami Arabi, der da so ein bisschen die erste Halbzeit zusammengefasst hat. Und Finn, du hast schon gesagt, er hat es ähnlich gesehen wie du. Ja, oder wie wir hier, ne? Also ich glaube... Ja, aus sportlichen Beurteilungen halte ich mich immer gerne raus. Das überlasse ich Leuten mit Kompetenz. Ja, aber ich glaube, ja, auch passend zusammengefasst und ja, ich glaube, da auch das so wiedergegeben, wie der Verlauf der ersten Halbzeit dann ja auch gewesen ist und auch ja, diese Zuversicht, die er äußert, trotzdem da noch nicht in Euphorie verfällt. Ich glaube, das zeichnet Arminia Bielefeld ja gerade auch in den letzten Jahren aus, durch besonnene, ruhige Arbeit. Ja, lieber hart arbeiten und auf dem Platz dann die Punkte holen, als jetzt irgendwie durch große Äußerungen sich hervortun. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren ja echt ganz gut getan. Ja, die Standards hat er auch angesprochen. Klar, grundsätzlich im Fußball sollte man nicht immer allzu viel Standards zulassen. Und er sagte auch so, in der ersten Halbzeit haben wir vielleicht die ein oder andere Standardsituation zu viel zugelassen. Jetzt nimm uns mal mit, du als erfahrener ehemaliger Spieler, wie kann man das denn auf dem Spielfeld beeinflussen? Also einfach seltener das Foul ziehen, klar, kommt mir jetzt irgendwie als erstes logisch in den Sinn, aber was kann man noch tun? Ja, ich glaube, vielleicht noch mehr den Ball, ja, weniger das Foul ziehen, klar, und im Zweikampf sich vielleicht auch ein bisschen cleverer verhalten, vielleicht auch nochmal die Leute mehr abdrängen und warten, wenn man, bis mein Kollege da ist, dass man den Gegenspieler doppeln kann und dann nicht alleingelassen ist im Zweikampf. Und was natürlich auch immer ein super Tipp ist, wahrscheinlich nochmal jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, möglichst weit weghalten vom eigenen Tor und lieber die Freistöße dann in der gegnerischen Hälfte zulassen, als in der eigenen Hälfte, wo dann irgendwas Gefährliches draus produziert werden kann. Aber grundsätzlich, ja, ein Spiel ohne Fouls, ohne Ecken ist auch eher selten, von daher kann man es nicht immer ganz verhindern. Aber ich glaube, wenn man sich clever anstellt im Zweikampf und ja, gemeinsam beim alten Bollwerk als Viererkette oder auf den Außen die Partner Hartherz, Suku oder auch Klaus und Brunner dann gemeinsam verteidigen, dann kann man das eine oder andere ja, Foul-Spiel auch vermeiden. Ja, wir haben uns das eben nochmal angeguckt. Wir haben natürlich da mit Marc Reiter 1,86, mit Mavropanos haben wir 1,94, mit dem Torschützen Erras haben wir 1,96. Auch Hanno Behrens natürlich mit einer wahnsinnigen Sprungkraft und seinen 1,88, die er da ins Gewicht wirft. Also wenn die dann mal einen Standard haben, dann ist halt auch schwierig, das zu verteidigen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Wucht, gerade wenn man dann einläuft, der Ball zum Tor hingeschlagen wird, dann ist für einen Abwehrspieler immer schwierig zu verteidigen. Da muss man echt ein gutes Timing haben. Und wie gesagt, bei der Größe kann man dann vielleicht auch nicht jede Standard verteidigen. Und man muss wirklich sagen, die meisten Standards waren jetzt auch nicht so schlecht geschlagen. Gerade die Ecke vor dem Tor mit viel Zug auf den ersten Pfosten. Ja, ganz, ganz schwer im Endeffekt dann da auch das so zu verteidigen, dass da nichts passiert. Von daher ja, sollten wir wirklich zusehen, dass wir möglichst wenig Freistöße und Ecken zulassen. Ja, aber jetzt reden wir die ganze Zeit über das Negativerlebnis, ja, über das Gegentor. Lass uns doch mal ein bisschen wieder in die gute Laune-Fraktion einsteigen. Auf jeden Fall. Und mal über das Tor sprechen. Wir haben es ja jetzt gerade in der ersten Halbzeit auch ein paar Mal gesehen. Noch die Wiederholung. Wie Fabian Klos sich da durchsetzt und sein 18. Saisontor markiert, das ist auch schon wirklich, zeigt wieder in dieser einen Aktion seine absolute Extraklasse. Ne? Auf jeden Fall. Die Zeitlupe hat es nochmal gezeigt. Ein extrem schwieriger Kopfball. Ist fast noch so ein bisschen im Rückwärtslaufen, drückt den Ball dann gegen die Laufrichtung vom Torwart, dann auch noch nach unten. Also sehr, sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Und darüber hinaus, ja, die zwei Chancen, die noch da waren mit dem Außenpfostentreffer, wo er über links kommt, dann, wo er gut spekuliert, sich den Ball um Martina herumlegt und da auch nochmal den Pfosten trifft. Der Schuss von Hartl war gut. Also wir hatten ja durchaus auch Chancen aus dem Spiel heraus, nicht nur nach Standards, die da wirklich Hoffnung machen, dass wir da in der zweiten Halbzeit nochmal nachlegen können. Ja, wollen wir da anknüpfen. Wir sehen jetzt die Spieler, die wieder auf dem Rasen sind. Arminia heute ja ganz traditionell und gewohnt in den blauen Heimtrikots, die Nürnberger in den weißen Hemden und in roten Hosen. Ja, jetzt mit der Südtribüne im Rücken, wir spielen auf die Süd, die heute leider wieder leer bleiben muss. Ich glaube, wir haben es eben auch schon ein, zwei Mal angesprochen, es gibt sicherlich auch Spielsituationen auf dem Spielfeld, die sicherlich anders laufen würden, wenn da nochmal ordentlich Publikum dabei ist. Ja, ist natürlich weiterhin sehr schade, aber wir haben es eben im Vorbericht schon angesprochen. Dafür wird halt wieder gespielt, ist für unseren Verein wichtig. Jetzt geht's weiter. Amos Pieper hat den Ball von Fabian Klos bekommen. Nach dem Anstoß nimmt Joachim Nilsson mit. 10 Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit. Es geht wieder los. Wir versuchen uns wieder ruhig und geduldig mit dem Spielaufbau. Keinen langen Ball. Es wird wieder ruhig aufgebaut. Über Ortega, Nilsson, jetzt Pieper, der den Blick nach vorne wagt und jetzt mal den ersten tiefen Ball spielt, aber Jonathan Klaus nicht findet. Und die Nürnberger können den ersten Ball gewinnen. Wir sehen aber direkt wieder das Gegenpressing. Beim zweiten Ball sitzt beim DSC.
Nürnberg muss den Ball lang spielen, Amos Pieper kann ihn gewinnen und Stefan Ortega ist wieder im Ballbesitz. Ja, jetzt spielt unser Torwart den Ball fair ins Aus, weil Ishak sich da im Zweikampf mit Pieper etwas verletzt hat, steht aber wieder sofort auf, heißt, kann weitergehen und ich gehe davon aus, dass wir jetzt den Ball zurückkriegen. Beide gucken dann nur zum Ball. Genau, und rasseln ein bisschen zusammen, aber glaube ich nicht weiter dramatisch. Einmal schütteln und weiter geht's. Ich glaube, Ishak ist auch so ein Gegenspieler, den möchte man nicht so unbedingt haben. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz ekelhafter so, ne, über die 90 Minuten. Ja, viel unterwegs, ja, sehr ehrgeizig, haut sich in alles rein, hat auch eine gewisse Wucht natürlich dann. Oh, apropos reinhauen, jetzt sehen wir hier Cedric. Apropos reinhauen und da holt sich Cedric auch jetzt eine gelbe Karte ab. Handwerker ist Handwerker. Das, der da mal ordentlich abgeräumt wird. Also ja. Die gelbe Karte, würde ich mal sagen, hat er sich verdient. Definitiv. Da Ballverlust an der Seitenauslinie. Nürnberg konnte schnell umschalten, macht das auch über Handwerker da auf der linken Seite an der Seitenauslinie. Und Cedric, ja, bleibt nichts anderes übrig. Ja, muss dann auch das Foul vielleicht ziehen, damit da nicht mehr raus passiert. Aber ja, ärgerlich. So dass er jetzt natürlich auch ein bisschen vorbelastet ist für die restlichen noch 43,5 Minuten. Ja, aber jetzt haben wir es auch angesprochen. Jetzt gibt es den Freistoß zwar für Nürnberg, aber an der Mittellinie. Nicht so gefährlich. Genau. Wird jetzt auf Sorg verlagert, der es mit dem linken Fuß jetzt in den Strafraum probiert. Aber Cedric Brunner sehen wir da, der den Ball rausköpft. Der zweite Ball landet bei den Nürnbergern. Hack ist das, versucht das aus der Drehung aus der zweiten Reihe. Aber der Ball ist harmlos, landet bei Ortega. Aber wir haben den ersten Abschluss der zweiten Halbzeit gesehen. Ortega jetzt mit einem langen Ball, findet Fabian Klos. Der kann, ist das Marcel Hartl? Kann Hartl mitnehmen? Nee, Klaus den Ball reinbringen. Oh, so cool, ist noch ein Ball. Ist noch heiß, der Ball. Ist noch heiß. Legt zurück auf Hartl. Am 16er Rand. Am 16er. Nimmt nochmal außen für Hartl jetzt mit, der die Flanke reinbringt. Guter Ball. Martenia kommt nicht richtig ran. Klos und wird geblockt. Wird geblockt. Uiuiui, da war es jetzt aber mal richtig gefährlich. Ja. Also erst der Ball von Klaus auf Suku, wo ich sage, boah, mit ein bisschen Glück bringt er den schon ins Tor. Ja. Da rutscht der Ball über den Schlappen. Kommt ein bisschen, bleibt aber am bisschen Ball, zu lang. Bleibt am Ball, nimmt Hartl mit, der dann Hartherz außen wieder bedient, dessen Flanke. Auch rutscht Martenia über den Flossen. Dann haben wir Joe Klaus. Ja. Der Torwart ist schon aus dem Tor, aber da sind noch zwei Nürnberger. Und einen von den beiden trifft er dann bei seinem Abschluss. Oh, Mafropanos, sehen wir gerade in der Wiederholung, war da mit dem Unterarm am Ball. Ist das was für den Kölner Keller? Ja, es wird gecheckt. Ich glaube, da wird was gecheckt, aber geht weiter. Geht weiter. Nicht strafstoßwürdig, wie Sie einschätzen. Okay. Aber Eckstoß für uns von Hartl von der rechten Seite. Ein bisschen kurz. Nürnberg kann klären. Hartherz geht auf Nummer sicher und bringt den zweiten Ball auch nach vorne. Und die Nürnberger spielen den Ball zurück zu Martenia und haben den Ball sicher. Lass uns kurz aufs Handspiel eingehen, Finn. Deine Sicht, du hast jetzt gerade die Wiederholung einmal gesehen. Ja, aus Arminia-Sicht würde ich sagen, muss man nochmal genauer hinschauen. Aber aus Spielersicht würde ich sagen, echt schwierig für den Abwehrspieler, da irgendwie den Arm abzuschrauben. Echt schwer und so viel Einfluss, glaube ich, auf die Situation hat es dann auch nicht genommen, weil dahinter war auch nur wieder ein Nürnberger Spieler. Von daher, glaube ich, kann man das schon so akzeptieren. Okay, dann sagen wir mal im Sinne des Fußballs gut, dass er nicht gepfiffen wurde. Wir sehen jetzt die Nürnberger auf der rechten Seite. Oliver Sorg, der Hanno Behrens mitnimmt. Die sind schon wieder tief in der Arminia-Hälfte. Jetzt ein steiler Ball auf Hack, der aber gleich drei Gegenspieler hat mit Nils Seufert, mit Kunze und mit Suku und den Ball verliert. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, warum. Abseits vom Ball, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, ob Schleusener da im Zweikampf mit Hartherz vielleicht ein bisschen forsch war, abseits des Balles. Ich glaube, das wurde gepfiffen, sodass wir im Freistoß wieder hatten, jetzt wieder im Spielaufbau sind, über Kunz, der sich hat fallen lassen zwischen den Innenverteidiger, jetzt links raus spielt zu Nilsson. Nilsson spielt ins Mittelfeld, nimmt sich Kuh mit, der sich behauptet und spielt wieder zurück zu Kunze, so dass der auf Pieper spielt. Die Nürnberger laufen zwischendurch mal an und testen mal so ein bisschen und setzen unsere Jungs unter Druck. Jetzt langer Ball von Tego. Oh, guter langer Ball, ein bisschen zu weit. Schade. Aber da hat man wieder gesehen, wie gefährlich diese langen Bälle sind. Ja. Auch eben schon der lange Ball vor der großen Chance gerade von Suku war ja auch ein langer Ball auf Klos wieder, der sich rechts dann durchsetzt. Also die langen Bälle sind auf jeden Fall immer ein gutes Mittel. Ja, jetzt haben wir eben gesehen, schön hinter die Abwehr, aber leider auch so einen Meter zu weit vorne, damit Fabian Klos den erreichen kann. Jetzt haben wir die Nürnberger, die wieder in unserer Hälfte sind. Tiefer Ball auf Hack, der den Ball nicht so richtig behaupten kann und an Cedric Brunner wieder verliert. Dem bleibt aber nichts anderes übrig, als den Ball lang zu schlagen und die Nürnberger sind am eigenen Torwart wieder in Ballbesitz. Martenia sehen wir da, der Mavropanos mitnimmt. Es geht wieder zurück
zu Matenia. Und da sehen wir aber natürlich auch die Arminen wieder, Marcel Hartl und Fabian Kloß in der vordersten Reihe, die hoch anlaufen. Matenia bleibt nichts anderes übrig, als den langen Ball zu spielen. Und anders als bei Ortega kommen die langen Bälle von Matenia noch nicht so richtig gut vorne an. Ja, noch nicht so ganz präzise. Dennoch Nürnberg in Ballbesitz, weil Brunner den Ball nur in Seiten aus klären kann. Ich glaube ungefähr so 20 Meter vorm Tor auf der linken Seite. Erras Höhe 16er ist das. Vielleicht sogar. Ah, noch ein bisschen weiter sogar. Erras Einwurf wird zurückgespielt. Ja, sieht aber auch keine Lücke, spielt zurück auf Handwerker, der lässt den Ball dann wieder über die Innenverteidiger laufen. Panos dann mit dem Diagonalball, oh, der war schön. Guter Seitenwechsel auf rechts. Schleusener ist das. Schleusener. Nimmt jetzt Sorg mit, jetzt geht's schon tief. Behrens ist schon an der Torauslinie, nimmt nochmal Sorg mit, der den Ball mit links jetzt in den Strafraum bringt. Aber Cedric Brunner kann klären. Hat das beste Timing. Hartl kann den Ball dann auch wieder aus der Gefahrenzone schlagen. Dennoch Nürnberg wieder im Ballbesitz. Ja, die Nürnberger bauen jetzt ein bisschen Druck auf, jetzt auf der linken Seite. Es geht wieder tief. Oder da war einer ganz viel Platz. Ja, der muss im Abseits gestanden haben. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Handwerker war das. Ja. Der Linksverteidiger steht da mal eben, ja, bestimmt 2-3 Meter im Abseits, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Boah, es war ganz schön knapp. In der Mitte war das Nilsson, glaube ich. Auf jeden Fall war es abseits. Das ist unstrittig, aber vielleicht nicht ganze 2-3 Meter. Ja, ja, habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Hat man ja selten, dass der Linksverteidiger im Abseits steht, aber so ist es jetzt. Jetzt baut Stefan Ortega hintenrum auf. Ishak läuft ihn schon an, also die Nürnberger jetzt ein bisschen höher. Dann sehen wir jetzt auch mal ein bisschen den langen Ball auf Suku. Und da ist er dann auch schon wieder weg. Aber die Nürnberger können ihn auch nicht so richtig festmachen. Der zweite Ball landet bei Marcel Hartl. Und jetzt haben wir, glaube ich, mal ein bisschen kontrollierten Ballbesitz. Nils Seufert in der eigenen Hälfte links nimmt Kloß mit, der jetzt wieder nach hinten spielt zu Hartherz. Bisschen für Ruhe sorgt. Pieper jetzt sieht die Lücke, den langen Ball auf Klaus. Der nasse Boden durch den Regen heute Morgen tut natürlich auch sein Übriges. Die Bälle ditchen einmal auf und werden dann natürlich sehr, sehr schnell, sodass auch nicht immer einfach ist für die Mittelfeldspieler, für die äußeren Mittelfeldspieler, dann hier den Bällen hinterher zu gehen. Aber trotzdem immer gefährlich, die Bälle, die da hinter die Kette kommen, schwer zu verteidigen, gerade mit den schnellen Leuten, mit Klaus und Suku dann auch, oder mit der über die Option dann über Klos, der die Bälle in die Räume verlängern kann. Also auf jeden Fall, ja, sollten wir das beibehalten. Jetzt haben wir mal ein hohes Bild gesehen mit den ganzen leeren Tribünen der Schüko Arena, immer noch sehr ungewohnt, nicht sehr schön, aber so ist es halt gerade. Langer Ball von Matenia in die Arminia-Hälfte und das Kopfballduell können wir wieder gewinnen. Nils Seufert ist das jetzt, der in der eigenen Hälfte den Ball beruhigt. Marcel Hartl mitnimmt, auf engem Raum sind natürlich Hartl und Seufert super, können Suku freispielen. Aha, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Schade, das war gut, ne? Da haben sie gerade die 3-gegen-3-Situation gelöst. Ja, da wäre gerade vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Schade, dass er den Ball nicht kontrollieren kann. So sind es die Nürnberger ihrerseits wieder mit dem langen Ball. Grundsätzlich, finde ich, sind wir jetzt im Spiel deutlich häufiger lange Bälle, ja, auf jeden die Fall. Auch deutlich seltener ankommen. Ortega fängt den Ball ab, nimmt Pieper mit, der jetzt hier schon 30, 40 Meter in der eigenen Hälfte marschiert, rechts Cedric Brunner mitnimmt, der wieder mit Marcel Hartl, wie der diese engen Situationen löst, das ist wirklich immer wieder eine Augenweide, kann sich da befreien aus dem Pressing und den Ball sichern, so dass Nilsson jetzt über die linke Seite aufbauen kann, schon an der Mittellinie ist, tief auf Suku spielt. Der spielt aber zurück zu Nilsson. Der nimmt Seufert mit, wieder Nilsson. Und jetzt geht's rum zu Fabian Kunze. Amos Pieper. Also die Außenverteidiger wieder sehr hoch. Pieper nimmt Hartl mit, aber die Nürnberger stellen gut zu. Wir müssen neu aufbauen. Stefan Ortega ganz hinten am Ball nimmt jetzt Marcel Hartl mit an der rechten Seitenauslinie, der an der Mittellinie mal langen Ball spielt, aber bei einem Nürnberger landet. Ja. Zweite Ball geht aber wieder an uns. Kunze passt gut auf, spielt den Ball links raus zu Hartherz, der ein bisschen Platz hat und jetzt den Ball in 16er flankt. Schade, keiner von uns gewesen und der Nürnberger Verteidiger macht es dann gut, legt den Ball mit der Brust auf Matenia zurück, sodass die Nürnberger wieder im Ballbesitz sind. Wir haben aber ein bisschen Zeit, uns zurückzuziehen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie so ein Profifußballer so einen Ball auf 1,20 Höhe mit der Brust ganz entspannt zum Torwart zurückbringt. Also in der Kreisliga würde ich einen Herzinfarkt kriegen, weil das ist ein Mitspieler von mir. Ja, wobei, er hätte jetzt natürlich auch ein bisschen Platz. Also ich glaube, der hat gemerkt, dass hinter ihm jetzt auch ein bisschen Platz war und das Klos ein bisschen weit entfernt stand. Und von daher, ja, war das, glaube ich, schon relativ routiniert, wie er das gemacht hat. Ja, es erstaunt mich immer wieder, wenn man sowas mal selber zu Hause versucht. Ja. Schwierig, aber wir sind wieder beim Spiel. Florian Hartl jetzt auf der linken Seite, jetzt mal einen tiefen Ball auf Suku, der hat Platz links. Am Strafraum jetzt schon, Strafraum-Eck, zieht in die Mitte, schließt ab. Schöner Schuss. Und schießt drüber und vorbei. Schade. Schönen Zug zum Tor gehabt auf jeden Fall.
Ja. Aber auch mal gesehen, wie schnell das geht, ne? Florian Hartherz mit einem guten Ball. Ja. So cool, dann rutscht er ein bisschen über den Schlappen. Genau, ein bisschen über den Schlappen gerutscht, wie man so schön sagt. Deswegen driftet er ein bisschen nach rechts raus. Aber trotzdem gute Aktion, gute 1-gegen-1-Situation von Suku. Sucht den Torabschluss. Für so einen Stürmer, glaube ich, auch ganz gut fürs Selbstbewusstsein so ein bisschen. Dass er da mal wieder eine Aktion für sich hatte. Und wir können wieder aufbauen über Pieper, über Brunner, rechte Seite. Lassen den Ball wieder laufen durch die Viererkette. Nilsson jetzt halb links. Schaut, findet dann Suku, wird ein bisschen eng. Nürnberg stellen das gut zu. Jetzt Nürnberg schaltet ganz gut um, aber Pieper passt auf, sodass wir wieder hinter den Ball kommen können. Nürnberg ist gezwungen, wieder zurückzuspielen. Ja, Pieper gegen Hack. Die beiden kennen sich aus der U21-Nationalmannschaft. Können wir auch nochmal erwähnen. Ja. Ein halbes Jahr her, dass sie da beide berufen waren. Jetzt ist Martenia wieder am Ball und schlägt mal einen langen Ball und tiefen Ball, aber da stand weder ein Mitspieler noch stand da überhaupt irgendeiner, denn der landet komplett im Seitenaus. Etwas misslungen vom Nürnberger Keeper. Aber gut für uns. Einwurf auf der rechten Seite von Cedric Brunner, der Amos Pieper mitnehmen kann. Der jetzt das Spiel wieder verlagert auf Nilsson. Der nimmt Florian Hartherz mit und wir bauen wieder in aller Ruhe in der eigenen Hälfte auf. Pieper haben wir jetzt, der Marcel Hartl nimmt, der sich immer wieder tief fallen lässt, aber dann auch nur tropfen lässt wieder zu Pieper. Der Ortega mitnimmt. Jetzt geht es wieder links raus. Da haben wir wieder Marcel Hartl, Florian Hartherz. Also die Achter sehen wir auch immer häufiger jetzt so ein bisschen zwischen Innen- und Außenverteidiger als Hilfe im Spielaufbau. Jetzt haben wir Pieper, der guckt einmal und spielt einen tiefen Ball. Sehr gut auf Klaus, der gute aufdrehen Lücke kann. Erkannt, Seufert nimmt Klaus mit. Jetzt hat Klaus rechts mal Platz, bringt die Flanke in den Strafraum. Und Fabian Klos verpasst den Ball. Suku verliert das Kopfballduell gegen den Nürnberger Verteidiger. Es müsste aber Ecke Eckstoß geben, ne? Ja, glaube ich auch. Ecke für Arminia. Oh ja, jetzt haben wir schön gemacht, über die rechte Seite. Gefährliche Flanke von Klaus. Schwer zu verteidigen. Kommt dann einmal noch auf im 16er. Sie hat auf jeden Fall gut gemacht. Und jetzt Eckstoß von der linken Seite. Marcel Hartl legt sich den Ball zurecht. Seufert steht, glaube ich, auch wieder als Anspielpartner bereit. Jetzt gucken wir mal auf unsere langen Kerls da. Fabian Kunze, Amos Pieper, Fabian Klos sind so die mir so einfallen. Hartl hebt den Arm und bringt den rein. Auch und nicht schlecht. Wird rausgeköpft von den Nürnbergern. In der Mitte kommt Pieper, glaube ich, noch zu Fall, aber auch, glaube ich, nicht elfmeterwürdig, so aus dem ersten Blick. Und es geht wieder zurück zu Ortega. Ja. Nürnberger schieben ein bisschen raus, der lange Ball von Ortega. Auf Klos, der sich nicht durchsetzen kann gegen Markreiter. Ja. Boah, da wurde es mal kurz eng, mit der Brust wieder zurückgegeben auf Martenia, aber Nils Seufert kann nicht mehr dazwischen spritzen. Aber eben auch außen wieder die Szene da mit Nils Seufert, Joe Klaus, wie die sich da befreien. Da sieht man wieder die Qualität unserer Achter, ne? Ob es jetzt Hartl oder Seufert ist. Wenn die da mal auf kleinem Raum ein bisschen Platz haben, dann entsteht schnell was richtig Gutes. Ja, vor allem auch mit dem Tempo erkennen, gute Situationen spielen. Einfach einen Doppelpass eigentlich nur, aber erkennen die Situation und dadurch hebelt man dann gleich mal die ganze Seite aus. Auch Nils Seufert wartet ja noch auf seinen ersten Saisontreffer, genau wie Marcel Hartl. Also heute wäre ein guter Zeitpunkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Florian Hartl sitzt auf der linken Seite mit dem Einwurf, nimmt Marcel Hartl mit und spielt dann zurück auf Amos Pieper. Der das souverän löst, kurz einmal ins Dribbling geht und dann auf die rechte freie Seite rausspielt. Jetzt Klaus im Ballbesitz, der sollte den Ball nicht verlieren, wenn es geht. Ist aber ganz kurz davor. Ah, kann sichert ihn aber ganz gut. Und gegen drei Gegenspieler. Gegen drei Gegenspieler. Wahnsinn. Ja, mit ein bisschen Glück und viel Kampfkraft. Ja, viel auf jeden Fall. Also wie der sich auch immer auf dem Bierdeckel nochmal um den eigenen Körper drehen kann, das ist schon wirklich auch erstaunlich. So haben wir wieder den Ball. Ortega, der hinten aufbaut, Nilsson mitnimmt. Eine Stunde haben wir jetzt gespielt. Jetzt geht es auf Hartherz an der rechten Seitenauslinie. Aber es wird schon wieder eng, auch die Nürnberger stellen gut zu. Hartherz nimmt Kunze wieder hinten rum mit, der Nilsson bedient in der eigenen Hälfte. Aber geht wieder auf die linke Seite. Suku jetzt raus, mal mit ein bisschen Platz. Geht ins Hartherz Dribbling. Läuft. Gute Situation jetzt. Suku geht ins Dribbling. Jetzt auch raus auf Hartl. Hartl sucht die Option. Dreht sich und findet dann Hartherz auf der linken Seite. Hat ein bisschen Platz. Kann jetzt flanken. Die Flanke kommt auch. Markreiter ist aber wieder mit dem Kopf als Erster dran. Die Nürnberger können sich ihrerseits befreien. Und dann haben wir einen Foul von Fabian Kunze in der Nürnberger Hälfte. Eine Stunde jetzt gespielt. Finn, klassischer Moment für einen Wechsel, sage ich immer. Gerade wo man jetzt fünf Optionen hat. Wen würdest du bringen?
Schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Moment überhaupt einen rausnehmen würde. Weil nochmal, das Spiel läuft einigermaßen aktuell. Wir sind ganz gut, glaube ich, wieder, haben ganz gut wieder reingefunden. Bisher Nürnberg in der zweiten Halbzeit auch noch nicht groß auffällig geworden. Von daher, glaube ich, kann man vielleicht sogar noch ein, zwei, drei Minuten warten mit einem Wechsel. Wir hatten jetzt unsererseits schon wieder ein, zwei ganz gute Aktionen. Und ah, da sehen wir es aber. Schippo und Vogelsammer sehen wir. Die da von Peter... Wird meine Vermutung direkt widerlegt von Uwe Neuhaus und Peter Nemeth. Ja, also Peter Nemeth, der da schon das Taktikbüchlein, würde ich jetzt mal behaupten, aufgeschlagen hat und den beiden ein bisschen Instruktionen gibt. Ja gut, aber dass Sven Schiplock eine ganz gute Option ist, das haben wir ja spätestens letzte Woche gesehen. Und Vogelsammer in der Hinterhand zu haben, ist jetzt sicherlich auch nicht die schlechteste Alternative. Würde aber bedeuten, wenn man jetzt Schiplock bringt, dass man dann natürlich vorne auch das Anlaufverhalten wieder ein bisschen ändern mit dem zweiten Stürmer. Ne? Ja, könnte auf jeden Fall passieren. Schippo zeichnet ja auf jeden Fall auch aus, dieses aggressive Anlaufverhalten und die ständige Nachgehen unangenehm sein für den Abwehrspieler, dann auch immer Stress erzeugen beim Abwehrspieler. Jetzt haben wir aber Nürnberg in unserem Strafraum und Stefan Ortega mit einer Wahnsinnstat. Das war wichtig. Das ging schnell. Da haben Nürnberg gut die Lücke erkannt. Ja, haben die Nürnberg gut die Lücke erkannt. War es Schleusener? Schleusener war das. Der sich ein bisschen lösen kann von Nilsson, dann gut bedient wird. Klasse, Pass in den Fuß. Ja. Taucht so ein bisschen halb links vor Ortega auf, aber der kriegt die Beine zusammen und kann diesen Torschuss abwehren. Ja, wir haben eben noch angesprochen, aus dem Spiel passiert nicht viel, jetzt sind sie aus dem Spiel richtig gefährlich. Vielleicht sollten wir da nicht so viel drüber sprechen, weil dann passiert es doch. Ja, genau. Jetzt sehen wir Nils Seufert und Sebio Suku, die das Spielfeld verlassen. Andreas Vogelsammer, ich denke mal, positionsgetreu für Sebio Suku, geht auf den Flügel. Und Sven Schiplock kommt für Nils Seufert rein. Ja. Das ist dann vielleicht der kleine angesprochene Positionswechsel mit Schippo und zweiten Stürmer, mit Seufert dafür ein Achter raus. Also wird eine kleine Umstellung geben. Aber das kennen wir ja schon aus den letzten Spielen. Ja, hat in den letzten Spielen ja auch gut funktioniert. Sind mal gespannt, wie die Nürnberger auch dann reagieren ihrerseits auf den vielleicht auf die vielleicht leicht veränderte taktische Formation dann jetzt auch. Auf jeden Fall mit den beiden Jungs eine gute Option, nochmal frischen Wind reinzubringen, auch das Offensivspiel nochmal zu beleben. Dennoch muss man ja auch sagen, dass sowohl Seufert als auch Suku jetzt beide kein schlechtes Spiel gemacht haben. Haben beide auch sehr aktiv. Und jetzt nochmal vielleicht einen anderen Charakter ins Spiel bringen. Nochmal. So, jetzt sehen wir einen langen Ball von Pieper, der bei den Nürnberger landet. Ishak jetzt am 16er, kann ablegen. Abschluss der Nürnberger, aber der geht drüber. Huiuiui, da war es eng. Wieder Schleusener, der am 16er den Ball bekommt. Also da haben wir den ersten Spielaufbau gesehen von uns, der ein bisschen schief gegangen ist. Da können die Nürnberger in unserer Hälfte den Ball gewinnen. Ishak ist das, legt ab auf Schleusener, dessen Abschluss dann aber doch übers Tor fliegt. Jetzt müssen wir aufpassen. Zwei dicke Nürnberger Chancen in den letzten zwei Minuten. Ja, man hat das Gefühl, dass die Nürnberger, wie gesagt, so ein bisschen mutiger geworden sind im Laufe des Spiels. Einfach auch durch ein paar gelungene Aktionen sich auch ein bisschen Selbstvertrauen holen und uns dann das eine oder andere Mal auch vorne dann zustellen direkt, sodass wir auch gezwungen werden, dann vielleicht den einen oder anderen Befreiungsschlag mal zu tätigen. Und wenn der dann nicht so gezielt ankommt, dann ist es natürlich auch schwierig, weil die Nürnberger mit vielen Leuten sofort vorne sind und dann Gefahr laufen, dass eine Chance passieren kann. Jetzt macht Schiplock mal in seiner ersten Aktion den Ball fest. Es wird aber ein Foul gegen ihn gepfiffen. Handspiel, glaube ich, hat er gepfiffen. Ja. Er scheint auch zu den Spielern zu gehören, die immer noch nicht beim Friseur waren. Nach all der Zeit. Aber ja, wird wohl Handspiel gepfiffen. Freistoß für die Nürnberger. Fabian Klos ist gerade ein bisschen unglücklich im Zweikampf, aber war Hand gefallen. Deshalb verzögert sich das Ganze hier nochmal um 10 Sekunden. Aber sieht so aus, als ob das einfach nur ein bisschen wehtut und alles weitergehen kann. Die Nürnberger also jetzt mit einem Freistoß nach 64 gespielten Minuten in der eigenen Hälfte. Martenia ist das, der hier ein bisschen vorläuft und dann 30 Meter vor dem eigenen Tor einen langen Ball spielen wird. So ist es auf die linke Seite zu Ishak, der gegen Brunner ins Kopfballduell geht, aber den Ball verliert. Fabian Kunze schaltet schnell um, spielt einen Ball auf Außen auf Fabian Klos, der das Kopfballduell verliert, aber den Einwurf damit gewinnt. Nee, doch nicht. War er wohl doch selber. Okay, gibt Einwurf für die Nürnberger, die ihrerseits jetzt hintenrum spielen. Marc Reiter ist das, der jetzt mal ein bisschen andribbelt, an Kunze schon vorbei ist und den Ball verliert. Ball gewinnen. Achso, war gar nicht Kunze, war Schiplock natürlich. Ja, die Nürnberger, wir versuchen mit einem langen Ball in die Spitze zu spielen, können wir aber abwehren über die linke Seite, dann wird Hartherz, der selber aber auch nur einen Befreiungsschlag machen kann und Schiplock dann den Körper reinstellt, wird aber abgepfiffen, sodass Nürnberg wieder in Ballbesitz kommt und einen Freistoß in der eigenen Hälfte hat. Marc Reiter hat sich ein bisschen verletzt am Rücken, aber scheint auch nicht wirklich schlimm zu sein. Ja, da setzt Schippo seinen Körper ein, nicht ganz regelkonform.
sodass die Nürnberger jetzt aber wieder mit einem langen Ball in die Spitze versuchen, Ishak ins Spiel zu bringen. Aber der kommt aber nicht ran und Ortega riecht den Braten und kann den Ball abfangen. Ja, der jetzt das zweite Tor heute schon in der Schüko Arena hinnehmen musste im sechsten Heimspiel dieses Jahr, wird ihn sicherlich wieder ärgern. Aber noch ist ja genug Zeit. Wir haben eben schon ein paar Mal gehört, so ja, die ein oder andere Parallele zum Kiel-Spiel gibt es ja vielleicht auch. Mit Schildblock, der jetzt reinkommt, mit Vogelsammer, der jetzt reinkommt. Mal sehen, ob es heute auch wieder für ein Happy End reicht. Jetzt haben wir Nilsson, der Ortega wieder mitnimmt. Wir bauen wieder ruhig auf, konzentriert, fokussiert und sehen jetzt hier Pieper, der Cedric Brunner mitnimmt und dann geht es wieder hinten rum. Auch die Geduld ist unserem Spiel noch nicht entwichen, auch jetzt nach 66 Minuten. Jetzt sehen wir einen schönen langen Ball von Stefan Ortega, der Andreas Vogelsammer findet. Der kann sich auch im Kopfballduell behaupten, aber der Kopfball landet bei keinem Mitspieler. Aber der zweite Ball geht wieder an Arminia. Hartetz ist das, der Hartl mitnimmt. Und wir haben wieder den Ball wieder bei Amos Pieper, der jetzt Cedric Brunner wieder rechts bedient. Also auch das ist natürlich eine Qualität, wenn so ein langer Ball mal schief geht, haben wir den Ball trotzdem 5 Sekunden später wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut die zweiten Bälle da. Die kriegen wir immer ganz gut aktuell. Wäre natürlich auch mal ganz gut, wenn wir den ersten Ball dann aktuell ein bisschen verwerten könnten. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Hartl rechts. Oh, setzt super durch, geht in 16er. Bringt die Flanke. Schöne Flanke. Flanke zu Vogelsammer. Oh, große Chance. Uiuiui, der trifft das Tor nicht. Da setzt sich Hartl super durch, dupiert den Gegenspieler, geht dann in den 16er. Schöne Flanke auf den zweiten Pfosten und Vogel trifft den Ball nicht ganz sauber und der Ball geht am kurzen Pfosten vorbei ins Tor aus. Vielleicht die bessere Option gewesen, Fabian Klos in der Mitte zu nehmen. Schwierig. Aber er findet ja den Mitspieler Vogelsammer, der dann den Ball. Ja, natürlich hat vor sich so einen Gegenspieler, ne, der noch zwischen Ball und ihm durchfliegt. Dadurch ist er wahrscheinlich nicht 100% beim Ball. Ein bisschen irritiert vielleicht nochmal. Und ja, dann leider nur das Seitennetz trifft. So geht's weiter. 67 Minuten gespielt. Die Nürnberger sind in unserer Hälfte schon wieder am Ball. Martenia konnte seinen Abschlag zum Mitspieler bringen und haben jetzt ein bisschen Platz. Hack ist das, Ishak, aber die Arminen wieder sehr souverän, fangen das kurze Spiel ab. Ja. Stefan Ortega spielt wieder gut mit und macht das Spiel sofort wieder schnell. Mit einem langen Ball auf die rechte Seite. Fabian Klos jetzt im Kopfballduell, kann sich durchsetzen. Verlängert und bringt den Joe Klaus ins Spiel, der dann aber leider mit dem Ball ins Seitenhaus läuft. Ein bisschen weit vorliegt den Ball dann. Aber wir sind sofort wieder unter Druck und wir haben es gerade noch angesprochen, ein bisschen Schiphol, der offensiv aggressiv anläuft, kommt ein bisschen zu spät. Tritt Mavropanos da ordentlich auf den Fuß. Aber auch nicht böswillig, kommt ein bisschen zu spät. Muss aber sicherlich aufpassen, ich glaube, der Schiedsrichter sagt ihm das gerade noch, beim nächsten Mal zückt er sicherlich auch die Karte. Aber wieder ist Schipo da und ist aktiv und läuft im höchsten Tempo an. Jetzt Klos läuft Martenia an, der wird wieder zum langen Ball gezwungen, den wir dann mit Amos Pieper wieder klären können und gewinnt den Ball, Kunze souverän. Und dann können wir wieder einen Spielaufbau über Pieper und der jetzt zurückspielt zu Ortega, den Ball sichern und können den Spielaufbau dann wieder geordnet durchbringen. Ich glaube, das wird auch interessant. Mavropanos gegen Schiplock sah gerade schon zweimal so aus, als ob das in der nächsten halben Stunde noch einmal schief gehen könnte. Könnte nochmal knallen, ja. Gucken wir mal. Marcel Hartl jetzt auf der rechten Seite, der Cedric Brunner mitnimmt. Es geht aber wieder hinten rum zu Amos Pieper. Der verschiebt wieder zu Joachim Nilsson, der jetzt mal einen tiefen Ball spielt zu Vogelsammer. Aber der muss wieder zurückspielen zu Nilsson. Und das ganze Spielchen geht wieder von vorne los. Stefan Ortega, der jetzt auch schon 35 Meter vor dem eigenen Tor so ein bisschen den Libero spielt, nimmt Amos Pieper auf der rechten Seite mit. Der ist schon nah an der Seitenauslinie, sucht jetzt einen Mitspieler so ein bisschen händeringend, findet Marcel Hartl, der aber einen Tritt in den Hacken kriegt. Der kann nur mit Foul gestoppt werden. Deswegen und Freistoß von Handwerker. So sieht's aus. Freistoß. Die Nürnberger wechseln. Zweimal. Wechseln, Doppelwechsel. Valentini kommt auf der einen Seite und Rai kommt auch. Und rausgehen dafür Ishak. Frei für Ishak ist natürlich positionsgetreuer Wechsel vorne in der Spitze. Ja. Und ich habe jetzt nicht gesehen, wer für Valentini das Spielfeld verlässt. Müsste ja dann eigentlich, ja, gucken wir mal, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Für Sorg, genau, auf der Außenverteidigerposition, so ist es. Also zwei positionsgetreue Wechsel. Ja. Da haben wir natürlich jetzt mit Frey nochmal so ein 1,90 Hünen drin. Ja. Also es wird nicht einfacher. Hier sehen wir auch Frey neben Kunze, der selbst unseren 1,90 Mann noch überragt. So, jetzt Freistoß von Marcel Hartl. Ein Arm geht hoch, von halbe rechts fliegt er in den Strafraum rein. Da kann sich Anamine durchsetzen. Andreas Vogelsammer ist das.
aber Ortega sicher und macht das Spiel schnell für Nürnberg. Ortega weit auf dem Tor, kommt nicht an den Ball. Der Nürnberger Hack ganz ist das. Hack links und boah, auf der Linie Marcel Hartl mit der Brust nimmt er den runter. Ja. Durchschnauben. Durchschnauben, ja. Lieber Mina-Fans. Und ja, ich habe es eben schon gesehen, bei dem Kopfball von Vogelsammer, der ist liegen geblieben. Das tat, glaube ich, richtig weh. Ja. Ist da mit einem Nürnberger zusammengerasselt. Wir sehen hier Vogelsammer und auch einen Nürnberger, da habe ich jetzt noch nicht erkannt, wer das ist, die auf dem Boden liegen und behandelt werden müssen. Da hat es ordentlich gescheppert. Ja, und deswegen stockte bei uns auch gerade so ein bisschen der Kommentar in der Gegenaktion von Nürnberg, weil ich das auch gesehen hatte, dass die ja liegen geblieben sind. Aber jetzt in der Zeitlupe sieht man nochmal, auch Martenia kann das Spiel schnell machen, nicht nur Ortega. Ortega verschätzt sich vielleicht ein bisschen bei dem Ball. Okay, und Hack, der ist dann probiert und Marcel Hartl ist zurückgelaufen. Marcel Hartl macht das natürlich sehr souverän und erkennt, dass die Torsicherung da an erster Stelle steht und macht sofort die Linie dicht und fängt den Ball souverän ab. Da scheppert es mit den beiden Köpfen. Ja. Trifft erst den Ball zum Kopfball und dann knallt es mit Markreiter Köpfe aneinander. Au. Ganz unangenehm. Ja, Vogelsammer steht schon wieder. Da wird jetzt einmal kurz der Pupillentest sieht gemacht, ob er noch Reaktion hat. Aber Markreiter sieht es nicht so gut aus, ne? Der liegt ja immer noch. Während unser Physio, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade eben Schiedsrichter so ein bisschen sein Mikrofon neu einrichtet. Ja. Auch das gibt es manchmal. Boah, da sehen wir es nochmal. Ja, schade natürlich einerseits. Den Freistoß Vogelsammer kommt da zum Kopfball. Kann er fast schon einnicken. Kopfball war nicht so schlecht. Boah, Wahnsinn, auch da Ortega trifft da fast noch auf der Außenbahn Hack. Ja. Boah, und der Ball von außen von Hack, der kann natürlich auch mal im Tor landen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Marcel Hartl erkennt die Situation super, sichert sofort ab, auf schnellstem Weg, platziert sich gut, erkennt die Situation und fischt den Ball dann ganz gut runter. Ja, der Kopfball von Vogelsammer war nicht schlecht, hat ein bisschen wenig Druck hinterbekommen, weil natürlich auch der Abstand zum Tor aus 13, 14 Metern extrem groß war, sodass er nicht so viel Druck raufbringen konnte, dass er jetzt irgendwie eine große Überraschung für Martenia gewesen ist. Aber trotzdem ein guter Kopfball gewesen, leider ein bisschen weit weg. Wir haben ja eben die Größenverhältnisse angesprochen, die werden natürlich egalisiert, wenn du jemanden reinspringst, der 1,50 hochspringen kann. Ne? Das stimmt. Das ist nicht mehr so wild. Aber wir können gute Nachrichten verwenden, auch Markreiter steht wieder und es sieht so aus, als ob es auch für ihn weitergeht. Der ist noch nicht auf dem Spielfeld, ist aber an der Seitenlinie und wird wahrscheinlich gleich wieder reinkommen. Weiter geht's für Arminia. Amos Pieper schon wieder in der gegnerischen Hälfte am Ball mit einem tiefen Ball, den die Nürnberger ins Seiten ausköpfen können. Arminia jetzt so ungefähr 5 Meter vor der Torauslinie mit dem Einwurf auf der rechten Seite. Ich denke mal, Cedric Brunner wird das machen. Gute Position jetzt für Cedric, mal so langen Ball in den Strafraum reinzuwerfen. Wir sehen es auch schon, er nimmt ordentlich Anlauf. Auch daraus sind diese Saison schon Tore entstanden. Cedric Brunner jetzt mit dem langen Einwurf versucht, Fabian Klos zu finden, findet aber nur einen Nürnberger Kopf. Die Nürnberger können also rausköpfen und auch der zweite Ball landet beim FCN. Da kann sich Marcel Hartl im Kopfballduell nicht durchsetzen. Die Nürnberger ihrerseits jetzt also am Kontern, haben wieder Platz, finden da auch auf der linken Seite der neu eingewechselten Valentini. Der zum aber Beispiel zu Heise, genau. Sind jetzt links, jetzt sind wir wieder gut geordnet, gut in den Ball gekommen. Spielaufbau der Nürnberger muss wieder über die Innenverteidiger laufen. Fabi Klos läuft vorne die Innenverteidiger ein bisschen an. Jetzt kommt Schippo wieder und wieder aggressiv. Wieder kommt auf den Fuß. Wieder einen Schritt zu spät. Jetzt gibt's Geld, ich glaube, jetzt könnte es passieren, dass er die gelbe Karte kriegt. Ja, nochmal Gnade vor Recht lassen. Aber gegen Markreiter steigt ihn wieder auf die wieder auf den Fuß. Unangenehm für den Innenverteidiger. Also er sollte es nicht überstrapazieren. Ja, die Nürnberger beschweren sich hier auch noch stark. Kann ich verstehen. Ich glaube, wenn ich da der Innenverteidiger wäre, hätte ich auch keinen Bock, dass der mir das dritte Mal auf den Fuß latscht. Aber es geht weiter mit Freistoß Nürnberg in der eigenen Hälfte. Wir stehen gut positioniert hinterm Ball. Wahrscheinlich wird wieder ein langer Ball jetzt kommen. So wie vermutet, langer Ball in die Spitze, versuchen den Ball festzumachen, wir sind aber da, Fogi passt auf, links jetzt Hartherz, klärt den Ball sicher, Safety first ist das Motto. Die Nürnberger können wieder abfangen und spielen wieder einen hohen Ball nach vorne. Oh, Hack kann den gut runternehmen. Kann ihn gut runternehmen. Aber anstatt dass er auftritt, spielt er nochmal zurück. Jetzt haben wir Handwerker, der schon zentral vom Tor ist, der Ball fliegt in den 16er zu, Hack, der zum Kopfball kommt und aufs Tornetz köpft.
Das war eine enge Kiste. Aus dem Halbfeld kam da die Flanke. Hack läuft so ein bisschen in den Rücken der Abwehr. Flanke von Behrens, glaube ich. Ich glaube, der stand aber auch. Nee, stand nicht, stand im Abseits. Nicht im Abseits. Im Rücken von Pieper läuft er so ein bisschen weg. Ja. Kriegt dann aber den Ball nicht mehr richtig aufs Tor. Gedrückt. Ja. Ist so ein bisschen dann doch ein bisschen zu hoch. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Viertelstunde noch zu gehen. Ja. Man muss sagen, dass das 1:1 sich jetzt auch Nürnberg absolut verdient hat. Das muss man anerkennen, auf jeden Fall. Haben uns jetzt auch gerade schon wieder zugestellt vorne, sodass wir auch wieder zum langen Ball gezwungen worden sind. Versuchen sie durchzusetzen da im 16er wieder. Strafraum, liegt rechts raus, da kommt die Flanke. Und Bruna kann er gut verteidigen. Joe Klaus jetzt mit dem Befreiungsschlag. Oh, der wird aber mehr so eine Kerze. Kerze. 20 Meter vorm Tor zentral. Behrens im Ballbesitz für Nürnberg, spielt wieder rechts raus. Vogelsammer Muster hinterher, ist im Zweikampf gegen Valentini. Gegen Valentini und kann sich durchsetzen und Hartherz hat den Ball. Nimmt dann Fabi Klos mit, der sich hat fallen lassen. Der spielt zurück auf Ortega. Der muss aber wieder einen langen Ball spielen, weil die Nürnberger wieder Druck machen. Und findet Shiplock nicht, da können die Nürnberger den Ball wieder gewinnen. Fabian Klos aber jetzt mit dem zweiten Ball, nimmt Marcel Hartl mit. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Auf der rechten Verteidigerposition ist das Cedric Brunner, der in die Nürnberger Hälfte gehen kann, viel Platz hat, in der Mitte Marcel Hartl wieder mitnimmt. Der wieder schön am Gegenspieler vorbei, aber dann ist es wieder kontrolliert aufgebaut. Die Nürnberger sind alle zurück, auch wir wieder in der eigenen Hälfte mit dem Ball. Marcel Hartl ist das und es geht wahrscheinlich ruhig weiter hier rechts raus auf Cedric Brunner. Wieder Hartl. Oh, jetzt aber schnell die Tiefe sucht mit Shiplock, der super mit der Hacke auf Cedric Brunner. Jetzt ist in der Mitte Kunze, der mal ein bisschen Platz hat. Vogelsammer mitnimmt, der im Kurzpassspiel mit Shiplock, aber da haben die Nürnberger aufgepasst und fangen den Ball ihrerseits wieder ab. Oh, verlieren ihn dann aber sofort. Unsauber wieder. Von Nürnberg und jetzt beim Foul an Shiplock. Foul an Shiplock, genau. Freistoß in der Nürnberger Hälfte, aber dann so kurz zentral, hinter der Mittellinie. Das wird wahrscheinlich schwierig, um den in 16er zu schlagen. So ist es, es geht wieder kurz weiter. Joachim Nilsson jetzt schon in der Nürnberger Hälfte, so ein bisschen wie in Kiel auch letzte Woche in der zweiten Halbzeit. Ja, so eine Phase, wo der Gegner ein bisschen mehr vom Spiel hatte, ein, zwei Chancen auch kreieren konnte. Ja, jetzt sind wir wieder im Ballbesitz bemüht, versuchen den Ball wieder laufen zu lassen über Brunner auf der rechten Seite. Der nimmt Klaus mit, der kennt die Situation, lässt aber klatschen auf Pieper nach hinten. Der schaut, hat ein bisschen Platz und spielt den langen Ball in die Spitze. Zu Shiplock, der gedoppelt wird. Der gedoppelt wird. Der kann ich aber durchsetzen. Der spielt auf Vogelsammer im Strafraum mit links. Und Martin hält. Ja. Ich glaube, wird abgeschossen nochmal, oder? Mist. Ja, langer Ball auf Shiplock, der von den Nürnbergern gedoppelt wird. Dadurch ist Vogelsammer dann frei. Der Ball geht raus auf Vogelsammer, der nicht im Abseits steht, mit links die Chance hat. Und Martin kriegt dann, glaube ich, noch einen Fuß dazwischen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und kann müsste da eigentlich Eckstoß geben. Ja. Hält er gut, reagiert er gut, macht sich breit, der Torwart. Dickes Ding. Oh, gibt doch scheinbar keine Ecke. Haben wir und noch den Wechsel gesehen. Und den Wechsel. Reinhold Jabo Klaus geht vom Platz. Ich denke mal, Jabo wird sich dann auch auf der rechten Flügelposition einordnen. Ja, 1:1 Positionswechsel, denke ich auch. Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt gepfiffen haben. Scheinbar abseits noch von Vogelsammer, aber habe ich jetzt so in der Wiederholung im Kopfballduell irgendwie einen Ellbogen. Konnte man nicht richtig erkennen. Also ich dachte eigentlich, das wäre Ecke. Aber so schlägt Martin ja jetzt den Ball wieder aus der Nürnberger Hälfte in die Bielefelder Hälfte. Langer Ball, wir können abfangen. Joachim Nilsson im Ballbesitz, schlägt den Ball dann wieder zurück auf Shiplock vorne, der sich behaupten kann, jetzt Klos im Mittelfeld, wird gefoult, schnell ausgeführt, rechts raus auf Brunner, der jetzt schon in der gegnerischen Hälfte ist, spielt zurück zu Hartl, der sich dann wieder behauptet mit seiner starken Technik, versucht zurückzuspielen. Ein bisschen verunglückt, Ballverlust dann, aber wir sind sofort wieder da und erobern den Ball sofort wieder. Shiplock nimmt dann jetzt Kunze mit, Kunze direkt auf Hartherz auf links raus, der nimmt Vogelsammer mit. Strafraum schon. Zieht jetzt rein zur Grundlinie, aber der Ball wird geblockt. Zweiter Ball geht rein zu Shiplock, der aber vom Gegenspieler getroffen wird. Und gibt es jetzt Ecke? Ball fliegt auf jeden Fall ins Tor aus. Ja, gibt Eckstoß. So Eckstoß von der linken Seite. Schiedsrichter zeigt es an. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt gerade so letzten zwei, drei Minuten habe ich das Gefühl, wieder so ein bisschen Arminia-Oberwasser. Mhm. Jetzt mit Vogelsammer, Shiplock, Klos hast du natürlich drei Stürmer da drin, die ja nicht nur die Körpergröße mitbringen, sondern auch ein gutes Timing. Ja, also mal schauen. Marcel Hartl jetzt von der linken Seite zum Tor, also die Ecke. Der fliegt an den Fünfer, aber wieder ist es ein Nürnberger. Kann klären. Aber der Ball geht wieder raus von Flo Hartherz zu Marcel Hartl. Zweiter Ball geht wieder in den Strafraum. Schöne guter Flanke. Ball.
Fabian, er kommt zu spät. Aber jetzt kann Nürnberg klären. Sich wieder befreien. Ja. Auf der linken Seite Nürnberger versuchen, den Ball voranzutreiben, aber können den Ball nicht kontrollieren, sodass Einwurf für Arminia Bielefeld dann auf unserer rechten Seite wieder ist. Ich denke, Brunner wird sich der Sache annehmen und wird den Ball dann ja, über Pieper wieder in dem Spielaufbau über die Viererkette. Pieper nimmt dann Nilsson wieder mit über links. Der sieht, dass Hardhead ein bisschen Platz hat, bringt ihn direkt ins Spiel auf der linken Seite. Hardhead jetzt schon gegnerische Hälfte. Ja, lässt den Ball aber nochmal zurückklatschen auf Nilsson. Der nimmt Pieper wieder mit über rechts. Ja, es ist und bleibt ein bisschen das Geduldsspiel, was wir in der ersten Halbzeit schon mal vor dem 1-0 sagten. Jetzt heißt es wieder geduldig weiterspielen, auf die Lücke warten, die sich dann sicherlich nochmal auftun wird und dann zuzustellen. Ja, 10 Minuten haben wir noch, 81 Minuten jetzt gespielt, naja, oder 9 Minuten regulär. Ein bisschen Nachspielzeit wird es sicherlich auch noch geben. Wir sehen jetzt Flo Hartetz, der hier wieder Joachim Nilsson hinten mitnimmt, der Amos Pieper bedient. Gut, die Geduld, die bringen wir anscheinend mit. Die haben wir in Kiel auch mitgebracht, da hat es auch noch geklappt. Also wir bleiben weiterhin optimistisch, dass das hier noch was wird. Wir sehen jetzt Stefan Ortega, der jetzt einen langen Ball auf die linke Seite schlagen wird. Flo Hartetz hat da ein bisschen Raum, ja. Aber Valentini ist am Ende derjenige, der den langen Ball bekommt, aber in die Füße von Joachim Nilsson köpft. Nilsson jetzt tief in der Nürnberger Hälfte, aber der tiefe Ball von ihm wird abgefangen, sodass die Nürnberger ihrerseits jetzt ein bisschen Platz haben. Hanno Behrens ist das auf der rechten Seite. Jetzt sehen wir hier Hack, der auf die Dreierkette zudribbeln kann, auf der rechten Seite. Kann sich durchsetzen gegen zwei Leute. Ja. Behrens mit der Flanke, aber in der Mitte steht keiner. Trotzdem ist Pieper da und klärt zur Ecke. Das Bein noch dazwischen. Ja, da hatten wir eine ganz gute 3-gegen-1-Situation, wo sich der Nürnberger trotzdem durchsetzen kann auf unserer linken Seite. Ja, da sehen wir, dass die auch individuelle Qualität mitbringen. Ne? Auf so ein jeden Fall. Ist schon auf jeden Fall ein Kicker. Ne? Ja. Jetzt sehen wir Erras mit der Ecke mal, der Torschütze. Das heißt, der kann den schon mal nicht reinnicken. Ja. Der jetzt von der rechten Seite. Das heißt, wieder aufpassen auf die langen Kerle aus der Innenverteidigung und auch die eingewechselten frei, der ja auch nicht gerade klein ist. Jetzt fliegt der Ball wieder auf den ersten Pfosten. Wieder ja, ist es ein wieder Nürnberger. Gefährlich. Ja, Nürnberger kommt da wieder an den Ball. Aber der Ball trudelt an die Eckfahne und bleibt im Spiel. Kurios. Ja. Hartetz auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition gerade. Schlägt den Ball nach vorne. Zu Jabo. Der Shiplock, aber der wird abgelaufen. Jabo wird abgelaufen. Nee, Shiplock wird abgelaufen. Aber stimmt, Entschuldigung, Shiplock wird abgelaufen. Jabo hat den Ball auf Shiplock verlängert. Das sieht man auch selten. Ne? Da trudelt der Ball gegen die Eckfahne und bleibt im Spiel. Ja, ein bisschen Verwirrung, die wir jetzt ein bisschen für uns nutzen konnten, aber den ganz großen Attack brachte es nicht. Es geht wieder hinten rum. Cedric Brunner jetzt auf der rechten Seite, schon in der Hälfte, kann aufdrehen. Spielt den Ball wieder lang in die Spitze. In den Strafraum. Vogelsammer kommt wieder an den Ballbesitz und kann sich wieder durchsetzen im Zweikampf und kommt wieder mit dem Kopf an den Ball. Aber Martenia packt da sicher zu. Ja. Gegen Markreiter wieder. Also da macht er die fehlenden 15 cm. durch einfach 20 cm höher springen gut weg. Auf jeden Fall. Irre, ne? Wir sehen es jetzt auch hier im Kopfballduell. Ja. Springt da deutlich höher als sein Gegenspieler. Und Martenia kann aber zupacken. Ja, hoffen wir, dass wir solche Situationen noch zwei, dreimal zustande bekommen. 7 Minuten sind jetzt regulär noch zu gehen. Oh, da hat es in der Mitte wieder geknallt. Also das haben wir häufig heute. Schon das dritte Mal, glaube ich, jetzt, dass hier zwei Köpfe aneinander rasseln. Ich glaube, jetzt war es Kunze gegen Heise. Kopf gegen Kopf wieder. Jo. Kunze steht, es tut ihm der Schädel offensichtlich weh, aber er steht. Heise sah jetzt aber auch nicht so wild aus. Boah, das sind echt immer richtig unangenehm. Doch, er liegt da doch immer noch. Ja, aber ich glaube, es geht auch weiter. Ich glaube auch. Ja. Brummt ordentlich, aber da steht wieder. Muss er durch. Genau. Ja, die Nürnberger bereiten nochmal einen Wechsel vor. Mal schauen, wie sich das bei denen nochmal verändert. Aber meinst du, die wollen jetzt nicht vielleicht einfach nur Zeit von der Uhr nehmen oder glaubst du, da gibt es noch eine taktische Finesse hinter? Ja, das weiß ich nicht so richtig bei Jens Keller. Und jetzt sind die Nürnberger aber schon im Strafraum, können abschließen. Aber Ortega kann parieren. Ortega pariert. Ich weiß jetzt nicht, wie Blick auf die anderen Plätze, ob Nürnberg mit dem Punkt wirklich gut leben kann oder ob die noch mal ein bisschen was probieren, weil sie vielleicht auch jetzt in der zweiten Halbzeit gesehen, dass da vielleicht auch mal was drin ist bei der einen oder anderen Chance, waren sie durchaus gefährlich und jetzt gerade ja auch, wo Ortega parieren konnte, vielleicht wollen sie sogar mehr. Und jetzt sind sie wieder im Angriff, über die rechte Seite, Dribbling durch Hack ist Hack das, wieder. Gegen Kunze, muss abbrechen, nimmt den mitgelaufenen Behrens mit, der jetzt wahrscheinlich den Ball in den Strafraum sucht und auch findet, frei, der wieder
mit dem Abschluss, aber Stefan Ortega kann sich ja zupacken. Also die Nürnberger kommen jetzt immer häufiger zum Abschluss. Ja, so langsam müssen wir ein bisschen aufpassen. Frei hat sich auch entschieden für die Frisur. Ich rasiere einfach ab. Jetzt sehen wir Reinhold Jabo mit Cedric Brunner. Also wir versuchen auch das Spiel jetzt wieder schnell zu machen, aber jetzt nehmen wir doch ein bisschen Tempo raus. Amos Pieper in der Innenverteidigung wieder am Ball, nimmt Stefan Ortega mit, geht auf die linke Seite raus. 85,5 Minuten jetzt gespielt, 4,5 Minuten also noch regulär zu gehen. Und man muss es aber trotzdem sagen, trotz der zweiten Halbzeit, das 1-1 wäre schon ein verdientes Ergebnis im Moment. Ne? Arminia Brille ab. Ja, Arminia Brille ab, dann ist das sicherlich so, dass das nicht ganz ungerecht wäre. Das muss man definitiv sagen. Also Nürnberg investiert viel, haut sich weiterhin voll in die Zweikämpfe rein, das muss man sagen. Hat nach vorne hin auch durchaus Chancen. Aber vielleicht gelingt uns jetzt ja der Lucky Punch dann noch mit dem Freistoß von Hartl. Von halb rechts wieder. 35 Meter sind es bestimmt noch bis zum Tor. Unsere langen Recken bringen sich wieder in Position vorm Tor. Mal gucken. Jetzt wird er nochmal lang reinfliegen. Marcel Hartl hat ja auch den Siegtreffer in Kiel vorbereitet. Hebt einen Arm, bringt den Ball hinter die Kette. Der ist gut, aber die Nürnberger kommen ran. Der zweite Ball, Kunze, da war eine Hand im Spiel, aber der Schiedsrichter deutet sofort weiterspielen an. Ja. Marcel Hartl kriegt den Ball wieder auf rechts, versucht es mit der zweiten geblockt. Flanke. Die wird aber geblockt. Die Nürnberger können aber sich nicht so richtig befreien. Kriegen wir da nochmal eine Chance. Fabian Klos bedrängt da den Nürnberger Aufbauspieler und gewinnt den Ball. Aber der Ball rollt ins Seitenaus. Schade. Knapp. Jetzt sehen wir es nochmal. In der Zeitlupe. Kunze aus der zweiten Reihe. War die Valentini. Hüfte. War die Hüfte, glaube ich. Hüfte, Ellbogen, irgendwas. Ja. Aber war mehr Hüfte als Wenn dann auch angelegt. Ja. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Nein. Jetzt haben wir die Nürnberger, die in der eigenen Hälfte einwerfen können. Boah, Kunze, Wahnsinn, wie hoch der springen kann. Überspringt, hackt da mal eben, klärt wieder zum Einwurf. Die Nürnberger gewinnen so 3-4 Meter. Handwerker ist das, geht selber nochmal 3-4 Meter, also nochmal 10 Meter Raum gewonnen. Und findet jetzt beim Einwurf seinen Mitspieler, schlägt den danach lang weg. Und da ist Joachim Nilsson. Klärt jetzt Shitblock mit dem Kopfball. Kunze ist da, spielt den Ball auf. Jabo, nimmt den an mit der Brust. Aber scheitert an Matenia im Strafraum. Matenia riskiert da aber Kopf und Kragen, erwischt aber auch den Ball, sodass man wirklich laufen lassen kann. Jetzt die Nürnberger wieder im Konter. Das hat viel Platz rechts gegen Kunze. Rechts. Kunze kann, wird nass gemacht. Hack ist im Strafraum. Bringt den Ball in die Mitte. Ortega mit einer Glanztat auf der Linie. Wahnsinn. Hack geht zur Grundlinie, spielt ihn scharf rein. Nürnberger kann ihn aufs Tor bringen, aber Ortega mit einer Hand auf der Torlinie wehrt er den Ball noch ab. Da wäre es fast passiert in der 88. Minute. Auf beiden Seiten. Ja. Erst Jabo mit der Riesenchance und dann die Nürnberger auf der anderen Seite mit der Riesenchance. Und wieder sind es die Nürnberger in Ballbesitz auf der rechten Seite. Also das Tempo nimmt jetzt auch zu in den Schlussminuten. Beide zielen so ein bisschen auf den Lucky Punch ab. Ja, mit offenem Visier so ein bisschen. Und jetzt wieder der Ball lang gespielt. Kunze versucht da, aber Klos ins Spiel zu bringen. Schade. Die Innenverteidiger sind aufmerksam, treiben jetzt ihrerseits den Ball wieder über links. Nürnberg im Angriff wieder. Brunner muss sich da behaupten gegen Heise, kann Tempo ein bisschen rausnehmen. Heise kommt trotzdem zur Flanke, abgefälscht. Ortega hat den Ball und sucht auch direkt wieder nach schnellen Optionen, findet diesmal aber nicht. Genau. 88,5 Minuten jetzt. Da sehen wir nochmal Kunze, der da Jabo bedient, super mit der Brust angenommen. Ja. Und dann, ist Matenia wirklich, also der riskiert wirklich alles. Und dann auf der Gegenseite ist es, ich weiß gar nicht, welcher Nürnberger ist das? Die Frei hat, glaube ich, dann als letztes den Ball berührt. Ja. Super gehalten. Dann und Nürnberg hat den Ball schon wieder abgefangen. Treiben den Ball durchs Mittelfeld, über Hack wieder. Doppelpass mit Behrens, aber Hartl hat aufgepasst und gewinnt den Ball. Genau. Jetzt zurück auf Ortega. Ortega wird angelaufen von Frei, muss auch wieder lang spielen, den Ball lang schlagen. Ein bisschen ungenau, aber die Nürnberger tun das gleich und schlagen den Ball auch wieder lang, sodass Brunner den Ball ins Ausgehen lässt und jetzt Einwurf auf unserer rechten Seite. Regulär läuft die letzte Spielminute. Nürnberg nimmt noch ein bisschen Zeit von der Uhr und macht nochmal einen Doppelwechsel. Jawohl. Wir sehen da Schrellack auf jeden Fall und Hack geht raus. Und es ist Kerk. Ich habe es jetzt gerade nicht genau gesehen. Ja, Hack geht raus und Schleusener geht raus und Schrellack und ja. Und der Achter, das ist Dovedan. Dovedan ist auch mit auf dem Feld. Aber wir haben schon die letzte Spielminute, 20 Sekunden sind noch auf der Uhr. 3 Minuten zeigt Sebastian Hille hier in die Luft. Auch sehr kurios, da zeigt der Co-Trainer die Auswechslung und die Nachspielzeit an, damit nicht zwei Leute dieselbe Tafel anpacken. Fabian Klos hat jetzt hier einen mitgekriegt. Boah, wird das schön ins Sandwich gepackt. Au, au, au. Von Makros. Kein
Freistoß. Kein Freistoß. Ah, ich glaube, das war... Oh, hätte man schon pfeifen können, meiner Meinung nach. Ne? Und kriegt stattdessen sogar noch den Einwurf gegen sich. Ja. So läuft das manchmal. Nachspielzeit haben wir jetzt schon, 3 Minuten laufen noch. Aber in Kiel haben wir ja auch bis zur 3. Minute der Nachspielzeit gebraucht. Also denke ich mal, nehmen wir das jetzt mal mit. Auch da können wir eine kleine Statistik einwerfen. Arminia schon mit 7 Toren in der Nachspielzeit. Das ist Ligaspitze, vielleicht gelingt es uns heute ja auch. Aber jetzt erstmal die Nürnberger, die links auf Höhe des Strafraums einen Einwurf bekommen. Joachim Nielsen war das, der da geklärt hat. Und jetzt mit Heise nochmal den Einwurf schnell ausführen. Heise jetzt links am Ball, kann die Flanke schlagen auf Höhe der Eckfahne. Andreas Vogelsammer bringt einen Fuß dazwischen. Es gibt nochmal die Ecke. Während wir hier gerade eingeblendet bekommen, Tor in Wiesbaden. Dresden ist 3-2 in Führung gegangen. Weiß nicht, inwiefern das Nürnberger Spiel beeinflusst, aber ich glaube für die letzten 2 Minuten auch irrelevant. Jetzt heißt es auf jeden Fall nochmal konzentrieren bei der Standardsituation. Heise schlägt wieder den Standard. Wieder auf den ersten Pfosten. Aber wir können klären und ja, der Nürnberger setzt sich unsportlich ein, wird abgepfiffen. Freistoß im eigenen 16er für uns. Ja, 2 Minuten verbleiben noch. Vielleicht schaffen wir nochmal eine Chance, vielleicht den Ball nochmal tief in die Hälfte zu bringen jetzt. Ortega wird es auf jeden Fall probieren. Wir sehen jetzt alle Arminen, die sich bis zur Mittellinie orientieren. Ortega mit einem langen Ball aus dem eigenen Strafraum, der bei Fabian Klos landet, aber da ist es... Bleibt hängen. Boah, kriegt ordentlich einen in die Ferse, hätte ich jetzt gesagt. Gibt's Einwurf aber auch nur von wieder. Mavropanos. Ja. Einwurf. Ja. Nur wieder Einwurf. Kann man aber auch zweite Situation, ne? Genau, gegen Fabi, wo man sicherlich anders entscheiden kann. Ja, Mavropanos, der als das Kopfballduell eigentlich schon vorbei ist, dann auf der Ferse von Klos landet. Ach, da sehen wir es. Ei, das ist besonders schmerzhaft. Aber ich glaube, Klos kann wieder aufstehen. Ja, steht wieder auf. Wäre jetzt natürlich auch nochmal wichtig, letzten Minuten, wenn wir jetzt nochmal die Chance haben, vielleicht über einen Einwurf den Ball nochmal in den 16er zu bringen. Ja, Cedric Brunner ist es ja wieder. Steht schon bereit für seinen langen Einwurf. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass Fabian Klos noch hochspringen kann. Da wechselt, glaube ich, mit Andreas Vogelsammer die Position. Ja. Also Vogelsammer wird sicherlich jetzt der Zielspieler dieses Einwurfs sein. Halbe Minute noch auf der Uhr. Langer Ball von Brunner, so ist es auch Vogelsammer, aber da haben auch 3 Nürnberger aufgepasst und können den Ball rausköpfen. Pieper ist aber zur Stelle und jetzt ist... Ball. Ah, die Nürnberger können nochmal einen tiefen Ball spielen. Im Abseits stehen, würde ich sagen. Ich hoffe, er steht im Abseits, dann sind sie da durch, aber so ist es. Frei ist das wieder. So, vielleicht haben wir nochmal eine halbe Minute durch die kleine Pause jetzt gerade mit der Verletzung von Fabi. Vielleicht schaffen wir es noch einmal, den Ball lang nach vorne reinzubringen. Das wäre jetzt wirklich der absolute Lucky Punch dann nochmal. Jetzt fliegt der Ball lang rein, aber die Nürnberger sind im Kopfballduell einfach auch wahnsinnig stark. Ja, das muss man wirklich anerkennen. Also die lassen auch wenig zu. Ja, und so ist der Ball auf dem rechten Flügel noch einmal bei den Nürnbergern, aber es wird abgefangen. Er pfeift ab. In den Nürnberger Angriff rein. vielleicht zum Glück für uns. Ja, da haben die Nürnberger mal richtig viel Platz, aber so ist es. Schluss. 1:1 in der Schülko Arena. Boah, ich glaube, Fabian Klos hat sich echt richtig wehgetan bei der letzten Aktion. Der liegt jetzt hier nochmal am Boden. Hoffen wir mal, dass er da nichts Ernsthaftes abbekommen hat. Ja, aber wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, sicherlich nicht ganz unverdient für die Nürnberger, dass sie hier den Punkt entführen können aus der Schülko Arena. Ich glaube, wenn es aber das Spiel einen Sieger verdient gehabt hätte, dann vielleicht eher wir, weil wir schon, glaube ich, ein bisschen mehr fürs Spiel getan haben, ein bisschen mehr Spielkontrolle auch über die gesamte Spielzeit hatten und vielleicht gerade in der ersten Halbzeit die größeren Chancen hatten durch Klos dann auch mit den beiden Pfostentreffern. Aus der Kameraperspektive, jetzt sehen wir gerade nochmal den letzten Ball an Klos. Ja. Also da hoffen wir wirklich nur das Allerbeste, aber so wie der am Boden liegt und auch wenn ich die Kameraeinstellung nochmal sehe, schon Daumen drücken, dass da nichts Schlimmeres bei ist und jetzt schon von hier erstmal gute Besserung an Fabi. Das wäre bitter, wenn da halt irgendwas noch bei rauskommt, was einen Einsatz in den nächsten Spielen unmöglich macht. Das wäre sehr bitter, vor allem jetzt mit den vielen Spielen in den letzten Wochen. Ja. Kann ja schon die kleinste Verletzung gleich ein ganzes Saison ausbedeuten, aber der wird jetzt auf jeden Fall noch behandelt da. Also das sah wirklich böse aus. Wenn sich die Nürnberger kurz nach Spielschluss auch ordentlich aufgeregt haben, da haben wir einen aus dem Trainerstab gesehen, der direkt wütend aufs Feld gerannt ist, weil die natürlich eine super Kontersituation gerade hatten, als der Schiedsrichter dann entschieden hat, das Spiel abzupfeifen. Aber gut, den einen Punkt nehmen wir mit. Solange wir kein Spiel mehr verlieren dieses Jahr, sieht es auch gut aus. Wie gesagt, war nicht unverdient der Punkt für Nürnberg. Ich glaube, wir hatten uns alle ein Stück weit noch mehr erhofft, aber es war nicht mehr drin und war ein sehr intensives Spiel mit
vielen Zweikämpfen, vielen Nicklichkeiten dann auch nochmal oder viele Zweikämpfe, die dann auch wirklich sehr hart geführt worden sind. Meistens aber, muss man sagen, auch fair. Es gab keine unsportlichen Aktionen. Ja, aber die Gefahr der Standards bei Nürnberg hat sich wieder bestätigt und von daher nehmen wir den Punkt mit und ja, grüßen aber nichtsdestotrotz ja weiter von der Tabellenspitze. Grüßen weiter von der Tabellenspitze, wir sehen es. Wir haben ja auch noch dieses Nachholspiel gegen Dresden, sind jetzt quasi, weil der VfB und der HSV noch nicht gespielt haben, so ein bisschen in der Tabelle bereinigt und sehen, dass wir ja noch 6 Punkte und 13 Tore vorm Tabellenzweiten im VfB Stuttgart sind und ganze 8 Punkte vor dem Tabellendritten, dem HSV, der am Montag gegen Kiel spielt. Stuttgart ist morgen gefordert. Fabian Klose haben wir gerade auch schon wieder auf beiden Füßen gesehen. Ja, ich hoffe mal, wenn er schon 2-3 Schritte gerade ausgehen kann, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist. Wir sind wieder gefordert am nächsten Freitag beim SV Sandhausen, die ja momentan 8er sind, einen super Lauf haben, 3 Spiele in Folge gewonnen. Wird sicherlich auch nicht einfacher als heute gegen Nürnberg. Nein, ganz bestimmt nicht. Und nach dem Sandhausen-Spiel folgen ja dann auch unsere Intensivtage mit den Heimspielen dann gegen Dresden und Darmstadt, glaube ich, ne? Innerhalb von kürzester Zeit, ja, sodass jetzt gilt, nochmal die Woche, glaube ich, gut zu nutzen, nochmal ein bisschen Kräfte sammeln. Wie gesagt, nach dem intensiven Spiel heute brauchen wir da auch alle Power wieder für Sandhausen und für die anstehenden Spiele. Ja, schöne Schlussworte. Hoffen wir, dass das gelingt, dass sich alle gut rehabilitieren. Wie gesagt, wir gucken uns morgen auf dem Sofa dann mal an, was die Konkurrenten aus Stuttgart und dann Montag eben vom HSV machen. Heidenheim auch morgen gefordert natürlich, bevor ich die hier unterschlage. Und dann sehen wir mal, unter welcher Ausgangslage wir am Freitag nach Sandhausen fahren. Es bleibt mir noch übrig, euch zu danken für das Interesse an unserem Arminia Sportclub. Wir sind natürlich auch am nächsten Freitag, wenn es für unsere Profis in Sandhausen rund geht, für euch da. Guck mal, wer dann unser Gast sein wird. Ich danke dir, Finn, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier den Mittag, Nachmittag zu verbringen. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das höre ich gerne. Und dann, ja, hören wir und sehen wir uns alle da draußen in den ostwestfälischen Wohnzimmern allerspätestens nächsten Freitag. Ich darf noch darauf hinweisen, dass nächsten Mittwoch auch Spiel ist, nämlich dass der Frauen-DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg. Sandra Hausberger, die Kapitänin, wird nächste Woche in unserem Podcast Gast sein. Da wollen wir dann mal ein wenig drauf blicken. Also den Termin könnt ihr euch im Kalender auch schon mal notieren. Und dann geht es, wie gesagt, für unsere Profis am Freitag in Sandhausen weiter. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsamstag. Genießt noch die Bundesliga oder das schöne ostwestfälische Wetter oder was auch immer. Und schaltet auch nächste Woche im Arminia Sportclub wieder ein. Finn, auch dir wünsche ich natürlich noch ein schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns allerspätestens Montag im Büro. So sieht's aus. Ciao, ciao.